Was geht ab? Mein Name ist Cassius Clay und wir gucken das Diddly-Titelmatch. Kato vs. Niles. Beim December 7 wurde es ausgetragen. Es geht um den A Cappella-Gürtel in der momentan auf jeden Fall auch größten deutschen A Cappella-Liga. Top Tier Takeover ist ja mehr so ein Allrounder-Ding. Diddly hat sich mit A Cappella etabliert. Deshalb würde ich sagen, der Gürtel da ist momentan auch der wichtigste Titel, den es im deutschen Battle Rap momentan gibt. Niles ist der Contender, was ich absolut richtig finde, hat meiner Meinung nach von allen Leuten, die in den letzten 2 Jahren, sagen wir mal, neu so richtig auf die ganz große Karte gekommen sind, auf jeden Fall am besten abgeliefert, ein paar Leute richtig derbe wegrasiert. Kato hat seinen Titel in einem, ja, eher unspektakulären Titelmatch gegen Rob Skewer meiner Meinung nach trotzdem zu Recht gewonnen, hat aber auf jeden Fall schon bessere Leistungen abgeliefert. Für mich der konterstärkste Rapper, vielleicht noch neben Davy Jones, den es so im deutschen A Cappella-Bereich gibt und definitiv verdienter Titelträger, hat zum Beispiel einen absoluten Knaller gegen Craze rausgehauen, kann mehr oder weniger alles richtig dreckige, rotzige Arten. Niles seines Zeichens ist aber auch ein fieser Typ, Alter. Beides nicht so Comedy-Rapper, beide voll in die Presse, so wie ich es mag, schön aggressiv. Ich bin überhaupt nicht parteiisch, ich kann beides sehr, sehr gut ab und würde sagen, wir schauen zusammen rein und bilden uns dann eine eigene Meinung, wer das Ding hier nach Hause geholt hat. Ready when you are. Ist der Chat an? Schreibt mal eine Nachricht in den Chat, damit ich sehe, ob hier Bild in Bild alles funktioniert. Und ich würde sagen, wir quatschen nicht lange, sondern gehen rein in die Olga. Let's go! Oh, das Video ist sehr laut, glaube ich. Obwohl, nee, passt. Yeah. Quasi, danke schön für 14 Monate mit Prime. Liebe Gedraus, eine 69 in den Chat, bitte. Ich lasse die Alerts an, ich will aber, falls viel kommt, nicht immer unterbrechen. Deshalb erwarte ich von euch, dass ihr selbstständig, wenn was kommt, an meiner Stelle das hier honoriert. Wir sind, wie viele Leute gerade live dabei? Knapp 100 Leute gerade live dabei. Das wird erfahrungsgemäß während dem Battle noch ein bisschen mehr werden. Deshalb seid nicht faul, ran an die Tasten. Let's go. Yes, ich bin hyped. Ich merke schon, es knistert in der Luft. Oh yeah. Die MCs sind ready. Das wird ein richtig, richtig geiles Title Match. Habt ihr noch Energie, Leute? Shoutout Jamie auf jeden Fall an der Stelle. Wird anfangen, aber erstmal bitte leer machen für den aktuellen. Obwohl, ist eigentlich Quatsch, ne? Ich nehme Champ dieser Liga. Ah, doch, sieht schon besser aus. Den Gürtel verteidigt. Machen wir so. Für Kato. Läuft alles flüssig? Und bitte, dann lassen wir das hier auf 1044, weil ich finde, kommt Break qualitativ schon besser, oder? Hat. Den ganzen Newcomern vorgemacht, wie es geht. Euer Lieblingslehrer macht Lärm für Niles. Lass wir doch anfangen. Vollste Konzentration. Ton passt auch von der Lautstärke. Let's fucking go. Es wird auf jeden Fall die 69 in den Chat, wer das Battle noch nicht gesehen hat, bitte. Übelste Session und du musst Prügel einstecken. Kommt der Champ hier runter und hat erstmal seinen Gürtel vergessen. Okay, das ist wahrscheinlich eine Line für live. Übrigens, wenn ihr euch wundert, warum ich hier heute im Jeanshemd sitze, ich besitze sowas auch. Ich trage sowas sehr, sehr selten, aber auch wenn ich gerade wirklich Lobeshymnen auf beide MCs geschwungen habe, Kato kenne ich einfach besser. Kato ist ein sehr, sehr cooler Typ. Einer aus der Battle-Rap-Szene, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Und deshalb habe ich mir da schon die Gedanken bei gemacht, wenn wir Titelmatch gucken, dann möchte ich damit schon meine Solidarität ausdrücken. Also ich habe nichts gegen Niles, aber ich bin hier auf jeden Fall Team Kato. So, ich bin Kato-Fan. Und wenn man mich vorher gefragt hätte, wem wünschst du es mehr, hätte ich gesagt Kato. Niles auch cool, aber einfach persönliche Sympathie liegt bei mir ein bisschen mehr bei Kato. Oh, Dicker, was eine Stimmung, Alter. Hammerhart. Wahnsinn. Festsaal Kreuzberg müsste das sein, ne? Unglaublich, wie das da aussieht. Ich glaube,
Festsaal Kreuzberg ist auf jeden Fall eine Location, wo auch knapp vierstellig Leute reingehen. Immer ausverkauft im Dezember. Crazy. Hier steht der große Dilltilly-Champion. Ja, passende Reaktion. Oh, schön antizipiert, schön antizipiert. Ist halt immer leicht, Lines so zu schreiben, wenn man auf dem Level performt, dass man weiß, es kommt keine Reaction. Und das dann so umzumünzen, ja, jetzt hast du nur keine Reaction gekriegt, weil du Kato bist. Weil er hat die Line auch so betont, als ob sie noch weitergeht. Ne? Aber trotzdem immer ein Risiko, mit Crowd-Reaction zu spielen. Gerade als Einstiegsline kann das auf jeden Fall Weichen setzen. Deshalb Eier-Move von Niles, geil. Ich versuche ein bisschen mehr zu quatschen als sonst, ne? Weil wir hier gerade wirklich die Creme de la Creme deutschen A-Cappella-Battles haben. Aber trotzdem würde ich auch gerne ein bisschen durchlaufen lassen. Also wenn ich zu übermotiviert bin, dann sagt mir auf jeden Fall Bescheid. Ja, passende Reaktion. Du als Repräsentant dieser Liga, fuck it, was für ein Honig. Wackel nicht an deinem Thron, ich klatsch dich darauf K.O. und fackel den ab, wirkt so, als spielt Rammstein hier gerade eine Show. Zwar alt as fuck, aber alter fuck, dieser Papa ist der Patron. Du spuckst Papa la Pap, doch Papa spuckt Papa wie Papatron. Fühl mich so, als ob... Schöne Flow-Passage, kann auf jeden Fall rappen, der kann auf jeden Fall geil Pattern schreiben. Wo kommt der her, Alter? Hat der früher schon mal was gemacht? So Feuer über Deutschland oder sowas? Weil der sieht aus wie 64, Digga. Und kommt aus einem, also ich weiß nicht, wie alt der wirklich ist, wahrscheinlich Ende 30, Niles, hätte ich geschätzt, Mitte, Ende 30. Und kommt und ist direkt auf diesem Level geistesgestört. Ne? Hier jetzt keine krasse Punchline, die Reaction ist fürs Pattern und es ist Titelmatch, die Leute haben auch Bock. Das ist das Geile bei Dilltilly. Das ist leider auch das, was bei Top Tier teilweise nicht so ist, obwohl es bei der Veranstaltung in Köln, da war, glaube ich, genug Hype ums Titelmatch, dass die Leute da dann auch laut waren und Bock hatten zu jubeln. Teilweise ist bei Top Tier so, dass die Stimmung eher runtergeht. Bei Dilltilly, die Leute freuen sich den ganzen Abend auf dieses Match und sind dann auch dabei und honorieren das auch krass. Ja, also das Publikum da ist sehr, 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 sehr dankbar. Ich fühle mich so, als ob ich auf Spatzen schieße mit Kanonen, doch scheint heilig zu sein. Dann steige ich in den Kreis, machen hier alle. Denn ich spit. Hat er sich, glaube ich, mehr erhofft. Diesen Lichtmove hat Jamie ja auch mal gemacht, aber trotzdem ganz cool. Leider auch ein bisschen zu spät. Jamie, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Battle das war. Ich glaube, im Brand Damage Battle hat so ein Ding mal gebracht, das hat Bombe funktioniert. Machen hier alle. Denn ich spit. Auch mit Lichtgeschwindigkeit noch immer fucking akkurat wirst du mal ein bisschen schneller. Verschluckst und verhaspelst du dich krass. Ich so ratatatatat, du so blöd, ist halt bei mir. Ja, strong, Digga. Ich meinte, ich spit auch mit Lichtgeschwindigkeit noch immer fucking akkurat wirst du mal ein bisschen schneller. Verschluckst und verhaspelst du dich krass. Ich so ratatatatat, du so blöd, ist halt bei mir. Alle so, what, bei dir nur, was hat der gesagt? Geil getimed auch, Digga. Was du sagen willst, versteht bei dem Genuschel keine Sau. Was für ein Champ, für dessen Battles man scheiß Untertitel braucht. Du hast mehr Satzenden verschluckt als Pornodarstellerinnen Ejakulate. Pumpt man dir den Magen aus, hat man genug Silben für 10 scheiß Romane. Und du nennst Atropa Trap Goebbels. Nur weil sie eindringlich spricht, deutliche Artikulation und zum totalen Krieg aufrufen ist anscheinend das Gleiche für dich. Und im Interview verteidigst du dich, weil Anna den Vergleich nicht ganz dickt. Und ich habe mir das Kleinhirn zerfickt, um zu transkribieren, was dein Schimpansenhirn da für einen Scheiß von sich gibt. Ich zeig euch den Shit. Ich musste da irgendwie, keine Ahnung, so, da ging's halt, wie sie gegen Natives so, ne? Und dann dachte ich mir einfach, weil sie so laut ist und ich sag das jetzt so, Scheiße, halt! Ich glaube, der Zettel-Move ist hier cool. Ich erinnere mich auch gerade daran, dass ich das beim Pay-Per-View-Gucken schon komisch fand, weil normalerweise sollte man immer alles auswendig drinne haben. Da er hier aber zitiert und halt kein Deutsch zitiert, sondern gestammelt zitiert, wirkt es, finde ich, dadurch, dass er diesen Zettel vor sich hat, also kann man besser nachvollziehen, dass Kato das wirklich genau so gesagt hat. Wenn Niles da einfach sowas vor sich hingestammelt hätte, hätte man gedacht, okay, vielleicht hat der das, ne, vielleicht übertreibt er jetzt, aber dieser Zettel unterstreicht, Kato hat das wirklich genau so gesagt. Und deshalb hier, meiner Meinung nach, cool eingebautes Gimmick und smart gemacht, lustig. Und ich glaube, es liegt nicht daran, dass Niles das jetzt nicht hätte lernen können. Deine Fresse!
du dummer, sprachbehinderter Hammel. Ach Mann, Digga, das kann ohne Spaß, es kann so High Quality sein, wie man will, aber stumpfe Beleidigungen sind einfach Trumpf. Meidi, wirfst du vor, dass der in Interviews stammelt? Dann war ich so bei Goebbels und Sportpalast und keine Ahnung, so, mein Kopf ist komisch. Kato, aber saugeile Defense, Digga. Herr Kato ist ein netter Typ, aber der ist auch ein rotziger Typ, Alter. Und der ist, wenn der in einem Battle vor dir steht, der feiert nicht mit, der lacht nicht, der findet das nicht sympathisch. Der ist abgefuckt. Auf der Bühne ist der abgefuckt, Mann. Ja, ach nee. Dein erster sinnvoller Satz. Es stimmt, dein Kopf ist komisch. Gehirnmasse so weich, das ist ein Topf mit Honig. Ich schätze, dass selbst Jindo bei dem Zeug, dass der sich ballert, krass erblasst. Oder hat dein Kopf auf Schalke zu auf dritte Halbzeit mitgemacht? Du meinst doch, du hast mal Prügel mit dem Schlagstock abgekriegt. Wie gemein, der hat anscheinend genau das Sprachzentrum erwischt. Stark. Heulst im letzten Titelmatch rum, du kleiner widerlicher Spinner. Ich hatte zwei Gehirnerschütterungen. Ja, zwei, an die du dich erinnerst. Ach, cool, ich sehe, wie damals deine Mom mit dir im Arm durchs Schalker Stadion danzt wie Pat Swayze und bei jedem Schalke-Treffer ausrastet so, yes, baby! Yes! Junge, du rappst, wie du sprichst und du sprichst wie ein Hurensohn. Wie machst du das mit deinem Genuschel bei der Sprachsuche von Google Chrome? Ich frage mich... sehr, sehr ausgelutschter Reim, Digga. Sehr, sehr ausgelutschter Reim. Gerade wenn man Hurensohn an den Anfang setzt, sollte danach irgendwas kommen, was man vielleicht noch nicht gehört hat. Normalerweise scheißegal, aber Zweckreim im Titelmatch musst du wirklich auf alles achten, ist jetzt die erste minimale Schwäche, die mir auffällt. Ansonsten Runde ohne Fett bisher überkrass. Wie dieser komische Freak sein Telefon so bedient. Stammelnd und sprich mehr ich wie Polygamin. So Mutter wird so eine stumme Schablone bedient und Google nur so, meinten Sie Logopädie? Mann, deine, Junge, deine Zunge hat X-Beine, die sich in dein... Deine Zunge hat X-Beine, Degerchen. Deine Zunge hat X-Beine, die sich in deinen Zähnen verheddern, während dein Kiefer sich so schwerfällig bewegt wie ein Fettsack. Mach mal die Fresse auf, was bist du für ein kläglicher Rapper? Selbst wenn ich die Zähne so zusammenbeiße, versteht man mich besser. Und du also wer es nicht kennt und den Ausgang nicht kennt, bitte, bitte, bitte nicht spoilern, okay? Weil hier jetzt gerade jemand geschrieben hat, richtig stark, gewinnt safe. Ich kann nur so viel sagen, das Battle ist scheißknapp. Es ist scheißknapp und ich persönlich habe beim ersten Mal nicht gewusst, wen ich besser fand danach. Stammler nennst dich Champion. Wie kannst du Versager nur? Du bist kein Champion dieser Liga. Du bist eine Schande für die Kultur. Und ich glaube, ich kann euch allen für das Gestümper auch den Grund nennen. Die Laute, die du artikulierst, bleiben an dem Gerümpel in deinem Mund hängen. Junge, wenn du lächelst, steigt die Selbstmordrate. Wenn du den Mund öffnest, riecht es nach Klo. Sieht deine Mom deine Zähne, kommt dir auf Schalke die Currywurst wieder hoch. Die sagt, wie kann man nur so widerlich sein? Reini, was ist dein Maul so hässlich? Deine Zähne sind nicht Winnie Jones, aber die faulen heftig. Mein Jüngster frisst gern Süßigkeiten. Frisst gern Süßigkeiten, doch Zähne putzen mag der ja partout nicht. Doch seit ich ihm ein Match von dem gezeigt habe, schrubbt er sich das Zahnfleisch blutig. Kato. Ist halt funny, ne? Es ist halt funny, aber... Du hast hässliche Zähne im Titelmatch. Bruder, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Bruder. Colucci, bald der erste. Die Vinnie Jones-Line war eigentlich ziemlich gut. Ich denke mal, Vinnie Jones wird wahrscheinlich ein Fußballer sein, der viel foult. Wer ist Vinnie Jones? Helf mir auf die Sprünge. Die deutsche Karies-Tote. Wenn du smilest, nicht. Digga, der erste deutsche Karies-Tote, willst du mich verarschen? Okay, für die ist es der Engel doch wert. Wie geil ist das denn, Alter? Match von dem gezeigt hat. Schrubbt er sich das Zahnfleisch blutig.
Staccato Colucci, bald der erste deutsche Karies-Tote. Wenn du smilest, sehe ich... Okay, Alter. Das ist krass. Das ist krass. Cato Colucci, bald der erste deutsche Karies-Tote. Wenn du smilest, sehe ich schwarz wie T-Ways Kardiologe. Das Gesündeste an der Fresse ist die Paradontose. Immer wenn du zu ihm kommst, schiebt dein Zahnarzt Psychose. Und grad du sagst Atropa Trap, dass sie so eklig wär. Wie, einer hatte die? Bah, und die kriegt ja eh keinen Kerl. Ihre Oberlippe ist dir zu dünn und sie ein widerlicher Moppel. Klar ist die nicht hübsch genug für unser Elite-Partner-Model. Für dich müssen Frauen schon Prinzessinnen sein, ne? Du widerlicher Schmuck. Doch küsst du mit dem Maul eine Prinzessin, verwandelt die sich in einen Frosch. Junge, dein Drecksmaul ist ein Klärwerk und du nicht gerade der Chef in Hygiene. Du bist die widerlichste Missgestalt der Battle-Rap-Szene. Doch das liegt nicht an dem, was da drin ist. Das liegt an dem, was da rauskommt. Denn du sagst alles, damit für dich auf der Stage hier Applaus kommt. Ja, ich hab in der ersten mal aufgezeigt, wie du redest. Dass dein verbales Skillset nicht ausreicht in dieser Szene. Doch in der zweiten werde ich zeigen, du hast überhaupt keinen Funken Ehre. Katos Charakter ist noch ekliger und fauler als deine Zähne. Fuck. Ja. Gute erste Runde. Sehr, sehr krasse Punchlines drin. Der erste Karies-Tote war natürlich ein Knaller, Alter. Bombenline. Jetzt an sich nicht so viel Neues, ne? Aber man findet auch über Gegner nicht immer krasse neue Angles. Die Angles waren ausgelutscht, geil umgesetzt, geil gerappt, krass delivered, gut gereimt. Also absolut titelmatchwürdige erste Runde. Was meint ihr? Ist das bis jetzt Titelmatch? Ja, das Licht war schlecht getimt, das stimmt. Ja, okay. Ich stammel viel und davon musst du kotzen. Deine Mutter liebt meine Aussprache. Die sagt, leck mich, bitte stotter, totter, totter in die Fotze. Und Nights kommt wieder heute im Hip-Hop-Outfit, ne? Was willst du hier, du Bastard? Mit der Scheiße siehst du aus wie ein pädophiler Trucker, Alter. Fick deine Mutter, Alter! Ach, schön. Ich liebe es, wie er... Das kann, macht Zwetschge auch. Wenn er einen guten Konter kickt, beleidigt er einfach immer noch stumpf in die Reaction rein. Richtig geil. Du siehst aus wie ein pädophiler Trucker-Reaction. Du Hurensohn, Alter. Nice. Fick deine Mutter, Alter. Ah, fick deine Mutter, Alter. Nice. Hurensohn, Alter. Guck mal, der sieht aus wie DJ Bobo, Alter. Ach, ich mag Katos Art einfach, Digga. Der ist einfach cool, Mann. Der ist einfach cool, Mann. Kato ist einfach cool, Digga. DJ Bobo, Alter. So. Fangen wir mal an. Kato gegen Nights im Title-Match. Ja, Dilti, die ist richtig gefickt. Ich hab dich 2-3 Mal live gesehen, ansonsten habe ich auf dein Mist nicht geklickt. Aber in der Vorbereitung habe ich gemerkt, was für ein integritätsloser, schwanzlutschender Stricher du bist. Deshalb erkläre ich dir heute den Krieg, wie du deinen Schülern im Geschichtsunterricht. Fick dich, du Bitch. Du hast gegen Tobi Hai zur Vorbereitung 2 Monate Gay-Porns geschaut. Ich habe zur Vorbereitung auf dieses Battle schon vor 20 Jahren meinen Lehrer verhauen. Und für Also rappen kann Niles besser. Niles hat eine geilere Aussprache. Das stimmt schon mit diesem abgehackten Ding bei Kato. Das hat er. Aber es kommt der Attitude meiner Meinung nach auch zugute. Man muss Delivery wahrscheinlich an Niles geben und Skills auch an Niles geben, aber die Lines kommen schon gut. Und mit der rotzigen Art, das passt einfach sehr, sehr gut alles zusammen bei Kato. Und die Line ist super, Alter. Du hast gegen Tobi Hai zur Vorbereitung 2 Monate Gay-Porns geschaut. Ich habe zur Vorbereitung auf dieses Battle schon vor 20 Jahren meinen Lehrer verhauen. Und oh, nice. Heute führt kein Weg mehr hinaus. Buddy Count größer als der von einer Bluthundenschnauze. Der von der Schule flog, lässt heute den Lehrer wie ein Schuljunge aussehen. Was willst denn du überhaupt hier? Bist erst dabei seit dem Lockdown. Ich lasse hier kein gutes Haar an dir wie deine eigene Kopfhaut. Und ich weiß, was die Schmocks auch in den Kommentaren so erzählen. Kato kann nichts, was Nights nicht kann. Doch, Haare kämmen, du Esel. Ich kann's gar nicht. Okay, Haare gegen Zähne. Beides gut. Für eine erste Runde lustig. Wahrscheinlich erstmal ein paar Lacher, ein paar Reactions kriegen und so.
wird die Strategie sein. Keine Ahnung, ich habe noch nie ein Titelmatch gehabt, die wissen schon, was sie tun. Ist auf jeden Fall lustig. Kann ich mal verstehen, warum man dich in der besten Liste hier drin sieht. Deine Battles sind besser wissen wie Cynic Streams und die Texte pisse wie Cynic Schemes. Aber Jamie, du machst ihn zum Contender. Ich glaube, dass du Hund hier verwirrt bist. Du träumst vom Titel, aber heute wird dein Wunsch nicht verwirklicht. Bist mit deinen gefühlt 3 Battles nach einem Jahr. Für mich bist du Tunte nicht würdig. Ich habe hier schon damals zu einer Zeit Mutter zerfickt. Da warst du noch unter 40. Was los? Hat sich, glaube ich, mehr Reaction erhofft. Also, eine Line war böse, die Lehrer verhauen war super, aber kommt nicht so gut rein bisher wie Niles, wa? Aber auch geil, Schüler, aber nicht so krass wie Niles. Er ist in seiner Online-Fan-Community. Die steht hinter dem wie eine Scheißwand. Zum Beispiel beim NR Weekend war ich leider erst an Tag 2 da. Aber ich habe gehört, Tobi hat sich so gefickt, dass du jedem schon leid tatst. Aber für die Community war der Gedanke nicht einfach. Weshalb sie das Online-Voting ganz klar an Niles gab. Mit Kommentaren wie, heute fällt Tobi da nur ein, bucht den Hegel nicht mehr weiter. Du bist der Erste, der im Battle gewinnt, weil der Gegner zu gemein war. Lustige Idee, die Line. Wir haben das Battle ja hier gemeinsam auch angeschaut. Ist auch auf meinem Kanal online. Hat, glaube ich, sogar hat gut Klicks gemacht, die Reaction. Aber ich fand Niles auch sonst stärker als Tobi in dem Battle. Tobi hat das ja auch danach so ein bisschen so dargestellt, als ob Niles nur gewonnen hätte, weil Tobi den Namen seiner Lehrerin geleakt hätte und das so ein Tabubruch war. Aber ich fand Niles schon stärker als Tobi. Die Line ist trotzdem lustig. Er sagt, er hatefuckt deine Frau. Sie wird widerwillig durchgenommen. Beleidigt deine behinderten Kinder. Nennt dich circa 10-mal Hurensohn. Sagt, er vergewaltigt deine Schulleiterin. Nennt sie Fotze. Fordert für dich ein Berufsverbot. Was sagst du im Interview dazu? Ja, für einen weiteren Austausch kannst du uns gerne an der Schule mal besuchen kommen. Wofür? Aber stell euch da mal vor. Ihr habt gerade eingebettelt, gebt euch die Hand und sagt, boah, du hast so schön meine Mutter beleidigt. Lass uns das nochmal auf der Arbeit besprechen. Was hast du denn da gedacht, Alter? Was dachtest du? Du machst sie bekannt mit ihrem sogenannten Vergewaltiger und dadurch, dass das Gespräch nie zustande kam, kann ich mir vorstellen, was die von der Idee gehalten hat. Lädt der Rapper zur Schule ein. Wie hast du dir das vorgestellt? Guten Morgen, Frau. Piep, das ist Tobi, der mit der alternativen bunten Lebensweise. Ich dachte, er kann mit Ihnen allen in der Aula präsentieren, was er mit Hatefuck meinte. Hier ist noch ein ehemaliger Gegner. Mars, ich dachte, die Schule braucht einen neuen Psychologen. Und der... Psychologe und Patient in einer Person, der Mars, Alter. Hier ist noch ein ehemaliger Gegner von mir. Mars, ich dachte, die Schule braucht einen neuen Psychologen. Und der mit dem netten Lächeln im Hintergrund, das ist Indoscent. Der redet mit den Kindern aus der 5. über Drogen. Was ist los mit dir? Also tu nicht so, als wärst du für deine Schüler so was wie ein Sprachrohr. Typen wie ich hinterlassen Tatort. Typen wie du gucken Tatort. Coole Lehrer wie du trinken auch mal ein alkoholfreies Radler an einem Wandertag. Coole Lehrer wie du trinken auch mal ein alkoholfreies Radler an einem Wandertag. Lehrer wie du beschäftigen sich auch außerhalb des Religionsunterrichts mit Mandalas. Leute wie du fragen eigentlich, schmeckt der Döner? Sondern gucken einen 30 Sekunden lang beim Essen zu und fragen irgendwann mal, kann der was? Kann der was ist schon hart deutsch, Alter. Ich finde sowieso, ich finde Döner ist ein viel zu großes Thema, Alter. Wenn du einen Döner isst, dann ist so, ja, ist korrekt und schmeckt gut, ja, chillig. Und dann gibt es halt die Leute, die sagen so, und, hier ist das Brot. Die machen die Soße übrigens selber hier, wusstest du das? Das Fleisch, das, die grillen das auf niedrigere Temperatur und haben 2 Paprikas oben drauf. Würzig, das zieht gut durch, ist sehr zart, das Fleisch. Digga, das ist ein scheiß Döner, Junge, friss und halt die Schnauze. Ich antworten, das ist ein Döner. Was soll der können, du verdammter Spaß? Aber kennt ihr seine Mucke als Niles MC? So, Niles MC, richtig Hip-Hop. Ich habe keine Ahnung, wie damals ein Mitglied vom Blumentopf geklungen hat. Ich weiß nur, dass du damals zu 100% wie ein Mitglied vom Blumentopf geklungen hast. Mit so deepen Zeilen wie, es ist Sommer, 40 Grad, doch du frierst. Oder, ich spüre, wie der Tornado kommt. Oder, es ist November, es wird Winter, ich gehe aus dem Haus und bemerke, es wird kälter. Ja, da würde ich sagen, hat er eine gute Auffassungsgabe, der Niles. Wenn es Winter wird, wird es kälter. Nachts ist es kälter als draußen, wie wir alle wissen. Und dafür brauche ich keinen Zettel zum Vorlesen, Alter. Dafür muss man nicht disqualifiziert werden, du Hurensohn, Alter. Ja, ist doch so, Alter. Aber mein Liebling war, irgendwann habe ich gelernt, die Welt dreht sich, egal ob Sonne oder Regen.
Wow, soll ich dir ein Geheimnis erzählen? Die Welt dreht sich auch bei Mondschein oder Schnee. Aber das war nicht mal ein Konzeptsong. Das sind Zeilen, die er in jedem seiner Tracks hat. Ich frage mich nur, was hast du für einen Fetisch mit dem Wetter? Okay, es geht auch wacker. Viele rappen nur von Statussymbolen. Geil. Und du klingst wie eine menschgewordene 7-Tage-Prognose. Ich schrieb ihm sogar im Fixing-Chat. Title-Match. Junge, zieh dich warm an. Und der antwortet nur, ja, mach ich. Ich habe auch gesehen, dass wir da unter 7 Grad haben. Jetzt ist er drin. Jetzt ist er drin, Digga. Start war ein bisschen low, aber jetzt ist er drin. Die Sachen sind echt funny. Mein Mann ist so weit wie dein Vater. Aber scheiß mal wegen Title-Match, kommen wir mal zur Mama. Lack, ich komme in das Schlafzimmer von deiner Mutter. Schlafzimmer full. Die riecht nach verranztem Putenfleisch, die Bitch ist nicht mal stubenrein. Doch ich hab's gut gemeint, dringe trotzdem in die Pute ein. Nee, lassen wir. Ich könnte eine ganze Runde lang behaupten, seine Mutter wird eine Hure sein. Aber mach ich nicht, sonst hält der mich doch zu ihrem Geburtstag ein. Oh, schön. Schöner Callback. Yo, besser, macht mal Lärm für die erste Runde. Schwierig, Alter. Swizzy, Sissy, kann einer von euch bitte eine Abstimmung machen? Ich finde, Niles ist geiler eingestiegen. Was soll das denn? Und hat dann aber ein bisschen nachgelassen. Während Kato nicht so stabil eingestiegen ist und dann aber aufgedreht hat. Also bei Niles hat die Leistungskurve ein bisschen nach unten und bei Kato ein bisschen nach oben gezeigt. Sissy, kannst du? Sonst muss ich das ja selber machen, Alter. Und die Ausstiegsline von Kato war geiler. Also sehr, 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 sehr schwer, meiner Meinung nach. Ich glaube, wenn ich Judge wäre, würde ich mir in dem Moment denken, hoffen wir mal, dass die anderen Runden eindeutiger sind. Weil da müsste man echt 2-3 Mal drüber nachdenken. Dann mache ich halt die Abstimmung. Okay. Wofür bezahle ich meine Mods eigentlich nicht? So. So, Abstimmung ist draußen. Einmal bitte anklicken, wer für euch gewonnen hat. Und wir gehen zu Runde 2. Von beiden MCs. Oh. Chat scheint hier bei Niles zu sein. Seid hoffentlich aufmerksam, ne? Belia, Karanova, Mike, Spongtegi, Magda, Smerob, Cynic. Bitte aufmerksam. Belia, Karanova, Bongtegi, Smerob, Cynic, Mikesh. Magda, Bongtegi, Cynic. Mikesh, Belial, Smerob und sehr gutes Set. Lernt für die erste Runde von beiden MCs. Sehr gutes Judging-Set. Ey, und Judges, ihr seid hoffentlich aufmerksam, ne? Belial, Karanova, Mikesh. Ah, Karanova noch. Belial, Karanova, Mikesh, Bongtegi, Magda, Smerob, Cynic. Crazy Set von Judges. Alle sehr kompetent. Ich war gerade gesperrt. Ja, Miss Underground, das liegt daran, dass du, das passiert irgendwann, wenn du durchgehend spammst mit irgendwie 10 Kommentaren oder so, die gar nichts mit dem Stream zu tun haben. Weil das ist nicht so geil für den Chat. Ne? Denn du kannst gerne ein, zwei so Nachrichten, was du so machst, das ist überhaupt kein Problem, kannst dich auch gerne im Chat austauschen. Aber so Monologe führen über 20 Nachrichten in der Minute, das ist nicht so cool. Na, deshalb, bisschen zurücknehmen und dann ist alles in Ordnung. Bist ja gern gesehener Gast hier, aber bisschen drauf achten. Teggy, Magda, Smerob, Cynic, bitte aufmerksam sein. Ja. Weiter geht's. Nice, let's go. Wenn man sich mal anguckt, wie heftig du schwitzt jetzt, habe ich das Wetter im Festsaal wohl ein bisschen besser predicted. Oh, stabiler Konter, Digga, weil Kato ist wirklich sehr, sehr nass. Sehr stabil. Oh, guter Konter, Alter. Sehr guter Konter, krass. Krass. Details, die du im Battle gegen Mars über ihn erzählt hast, wusstest du, weil sie dir andere vorher über ihn erzählt haben. Die das wussten, weil Mars selbst ihnen das früher wohl erzählt hat, im Glauben, er könnte ihnen vertrauen. Offenbar war das ein Fehler. Und du sagst ihm, tja, du solltest Leuten nicht alles erzählen. Stimmt, das kann hier zum Verhängnis führen. Vertrau dich keinem an, bleib lieber verschlossen wie Gefängnistüren. Sie wollen für Battles an private Infos gelangen. So handelt man in einer Szene voller snitchiger Schlangen. Es sei denn, man macht das nicht und bewahrt sich Ehre und Gewissen.
Mir wollten Leute fürs Battle auch Shit über Mars erzählen, aber ich wollte das nicht wissen. Hm. Für mich steht Rap im Vordergrund. Ich bin ein wahrer MC. Bars und Schemes, Schreibkunst, Kalligrafie. Du recherchierst halt gern wie so ein Privatdetektiv. Bringst die Story dann groß raus wie ein Boulevardmagazin. Wenn du nur rappst, verfällt die Crowd in Narkolepsie. Sie skippen deine Parts, wie du deinen Zahnarzttermin. Guter Engel, sehr guter Engel. Ich finde das auch. Ich sehe das auch ähnlich. Jarambo hat da auch letztens eine geile Nummer drüber gemacht gegen Caranova. Leider Gottes die Endline wieder auf die Zähne bezogen. Und ich finde, wenn du so einen schwerwiegenden Engel hast, da auszusteigen, und die letzte Line sollte ja die sein, die es killt, mit einem Wie-Vergleich auf Katos Zähne, die erstens im Titelmatch meiner Meinung nach ein bisschen altbacken ist, hätte gereicht, und zweitens in der ersten Runde schon abgehandelt wurde, schwächt das für mich so ein bisschen ab. Ein bisschen. Wisst ihr, was ich meine? Deshalb hast du es ja auch nötig, über deinen Gegner zu offenbaren, was der dir mal privat erzählt hat, als er voll besoffen war. Vertraust nicht auf dein Stift und Papier, hast so Schiss zu verlieren, dass dir jedes Mittel recht ist, um zu diskreditieren. Und sagst, in dir schlägt das Herz eines Champions? Fick dich mal, du Freak. Das Herz eines wahren Champions schlägt nicht nur für den Sieg. Geht's darum, wer krasser rappt? Oder schöne Line. Oder wenn Gossip spreadet. Ich muss kein Private Shit leaken, um zu zeigen, was du für ein Fotzenknecht bist. Rapper graben im Privaten, gehen auf Kinder oder Job, die Fraggles, ich kämpfe clean. Trotzdem werden sie genockt in Battles. Ich hab in 10 Matches. Ich hab in 10... Statements, Digga. Statements. Strong, finde ich. Eine sehr, sehr gute Aussage. Sehr, sehr cool. Geil gerappt. Emotionen drin. Komplett clean, Alter. Und muss man Kato zugutehalten. Ist Real Talk. So, ich glaube, also ich wüsste nicht, ob der schon mal so eine richtig widerliche Story rausgeholt hat, die nicht sowieso schon bekannt war. Ne? Dieses Leichenausgraben hat er, glaube ich, noch nie gemacht und trotzdem alle seine Gegner gekillt. Geil. Kato ist jetzt für mich auch nicht unbedingt der Typ, der immer so schmutzige Wäsche wäscht. Ne? Da fällt mir immer als erstes eigentlich Robscure ein, der sich selber halt total verschlossen hält und bei anderen aber so gerne die Leichen aus dem Keller holt. Aber wenn Kato das gegen Mars gemacht hat, mag sein, ich weiß es nicht. Ich habe das Battle leider nicht mehr so präsent. Und der Engel knallt anders. Ist super geschrieben, richtig geil, geht gut raus. Sehr, sehr drückend, sehr, sehr stark. Ohne das Match gesehen zu haben, nur Nidal hat bis jetzt seinen Titel verteidigt, oder? Oh. Nidal war der erste Champ, hat dann verteidigt gegen Lyrico, dann abgegeben an Jarambo. Jarambo hat direkt abgegeben gegen Mikesh. Mikesh hat für vakant erklärt. Dann hat Kato gegen Rob geholt. Kato ist der vierte Champ, glaube ich. Ja, dann stimmt das. Genau, nur Nidal hat bisher verteidigt, richtig. Matches, 10-mal Mist. Ich glaube allerdings, dass wenn Kato in diesem Battle oder in einem der folgenden Battles seinen Gürtel nochmal abgeben sollte, weil Jarambo ist gerade für mich in seiner Prime. Der war zwar schon Champion, aber der ist jetzt in seiner Prime. Und ich glaube nur, dass Jarambo den Titel nur nicht jagt, weil Kato und Jarambo Freunde sind. Ich glaube, sollte Kato den abgeben, dann wird Jarambo nochmal einen Run machen und dann wird Jarambo sich den Champion-Titel auch nochmal holen. Weil Jarambo in seiner derzeitigen Form ist für mich fast nicht schlagbar bei Diddy. Statements gesetzt, als du... Ich hab in 10 Matches 10-mal mehr Statements gesetzt, als du in deiner kompletten Karriere, du Dreck. Wirfst Taggy vor, er hat null Identität, wenn er rappt. Was ist denn dein Charakter, Reini? Wofür stehst du denn, hä? Ach ja. Freestyle-Konter, von der Art und Weise, rotzig, Crowd anschreien, schlechte Laune und so. Also ich finde, Kato ist jetzt nicht so ein Charakter wie ein Cynic oder ein Mighty oder ein Jarambo. Aber Kato ist schon ein Charakter. Ist jetzt kein profilloser Rapper wie ein, ja, Robscure beispielsweise oder Taggy beispielsweise. No disrespect, Bong Taggy ist ein herausragend guter Battle-Rapper. Robscure ist auch ein guter Battle-Rapper, aber Bong Taggy ist eine Wucht. Aber steht für mich jetzt nicht für profillos, Kato. Ah, für Mutterleins. Ach nee, doch nicht. Ach nee, doch. Hä, warte mal. Interview nach dem Battle gegen Craze. Was hast du da gesagt? Ja, Mutterleins bocken mich nicht mehr. Man wird ja auch älter. Wenn man Humor hat, muss man nicht so eine Schablone ausfüllen.
aka ich pass mich an, weil die Wokeness das will. Hast dann ohne Schablone geschrieben, doch wurd's in jedem Battle wacker. 10-mal weniger Reactions, 10-mal mehr Versprecher. Hast zusammen mit Rob Skewer hier der Crowd einen ganzen Abend verkackt und das offiziell langweiligste Match des Jahres gemacht. Yeah! Und das schreist sie dann an, hör, was ist los hier, Alter? Ja, was soll los sein? Mach mal den Timeout durch länger, Sissy. Das nervt ein bisschen, ne? Kannst doch eigentlich perma sperren, glaube ich. Also zumindest für heute Abend. Ghostfox, Dankeschön für 31 Monate. Liebe geht raus. Muss hier jeder direkt durchdrehen und schreien wie ein Bekloppter, weil du einen wacken Zweizeiler stotterst? Willst du sagen, es liegt an ihnen, dass die Scheiße nicht puncht? Nicht nur für sie bist du kein Champ. Du selber zweifelst daran. Du hast hier keinen Spaß mehr. Du hast einfach nur Angst. Deine Zunge, dein Kiefer, dein ganzer Schreibstil verkrampft. Du schreibst so, hältst mit der Faust den Stift umkrallt. Denn du merkst, ohne Schablone hat dein Stift keinen Halt. Ja. Dicker. So, sorry. Ja, sollte reichen für heute. Ich will den nochmal hören. Entschuldigung. Muss hier jeder direkt durchdrehen und schreien wie ein Bekloppter? Wurd's in jedem Battle wacker. 10-mal weniger Reactions, 10-mal mehr Versprecher. Hast zusammen mit Rob Skewer hier der Crowd einen ganzen Abend verkackt und das offiziell langweiligste Match des Jahres gemacht. Und schreist sie dann an, hör, was ist los hier, Alter? Ja, was soll los sein? Stark. Also zweite Runde. Qualitätsschub, meiner Meinung nach, absolut viel besser als seine erste, viel besser als Katos erste. Und die haben beide gut angefangen, ne? Wir reden hier wirklich von high Level, auch Level, wo ich nicht mithalten kann. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Also ich kommentiere hier etwas und kritisiere etwas, was ich in dem Kreis so nicht könnte. Die erste Runde, die da gemacht haben, wäre wahrscheinlich von meinem Niveau schon das absolute Maximum. Ich habe es bei Diddy auch noch nie gemacht. Aber ich finde trotzdem, dass die zweite nochmal deutlich mehr reingeht. Erste Draw, zweite reißt Niles hier gerade übertrieben die Hütte ab, Alter. Krass. Muss hier jeder direkt durchdrehen und schreien wie ein Bekloppter, weil du einen wacken Zweizeiler stotterst? Willst du sagen, es liegt an ihnen, dass die Scheiße nicht puncht? Nicht nur für sie bist du kein Champ. Du selber zweifelst daran. Du hast hier keinen Spaß mehr. Du hast einfach nur Angst. Deine Zunge, dein Kiefer, dein ganzer Schreibstil verkrampft. Du schreibst so, hältst mit der Faust den Stift umkrallt. Denn du merkst, ohne Schablone hat dein Stift keinen Halt. Ja, oh fuck. Gut, sehr gutes Bild. Geil, Alter. Ey, Niles ist ein schlauer Picker, Alter. Das ist ein schlauer Typ. Ja, du merkst, fuck, ein Kato-Battle ohne Muttersprüche knallt nicht und prahlst dem Nächsten damit, dass du Taggys Mutter vergewaltigst. Rechtfertigst dich, nein, nicht, wenn ich vor der stehe, ist die Scheißnutte still, die macht höchstens das Maul auf, wenn ich da reinspucken will. Klingt schon echt einvernehmlich, hast du recht. Ja, ist jetzt keine Rape-Bar für mich in dem Sinne, ne, nicht so eine Jarambo-Type-Rape-Bar. Ah, Sissy, fick dich, Alter. Ja, mach ich. Mach ich nach der Runde, ja? Zähl bitte selber mit. Aber kann man schon so sehen, obwohl ich halt auch, ich finde, so eine Grenzüberschreitungen zu kritisieren, das ist das Erste, was mir jetzt so ein bisschen negativ auffällt, ist immer ein zweischneidiges Schwert, weil hier ist Kunstfigur und wenn die im Kontext geil eingeklammert ist in ein paar Mutterbars, dann ist das schon in Ordnung. Aber also es wird dem Rest der Runde nicht gerecht, ne? Weil du kannst jedem Rapper, der mehr als ein A-Cappella-Match hat, definitiv irgendeine Grenzüberschreitung vorwerfen, die jemand anders nicht cool findet. Und es gibt halt keine rote Linie, das ist in Ordnung, das ist nicht in Ordnung. Jeder hat seinen eigenen moralischen Anspruch an ein Battle. Und deshalb ist das jetzt hier für mich nicht so gewichtig wie der Rest der Runde. Rechtfertigst dich im Interview wieder. Ja, ich wollte das nur mal wieder bringen. Nicht, dass Leute sagen, dir wurde der Zahn gezogen oder so. Ja, immer schön alle Erwartungen bedienen. Aber dass dir noch kein Zahn gezogen wurde, den Zahn muss ich dir ziehen. Reini, es spricht... Schön geschrieben, dass dir noch kein Zahn gezogen wurde, den Zahn muss ich dir ziehen. Nice, aber
Wieder Zähne, Alter. Und ja, Nights löst für mich so ein bisschen Henry ab als King of Callbacks, nenne ich es mal, wie Ben Salomo sagen würde. Der hat immer so schöne Spitznamen erfunden damals. Aber das hier zieht für mich nicht, weil dieses du hast schlechte Zähne-Ding. Erstens habe ich auch gelbe Zähne, deshalb fühle ich mich natürlich persönlich sehr angegriffen. Und es ist aber für ein Titelmatch auch einfach nicht stark genug. Meiner Meinung nach. Und das ist gerade wenn so gewichtige Nummern kommen, wie der Anfang der Runde und das jetzt immer noch, auch wenn es für mich wieder ein bisschen abflacht leider, finde ich, dass diese Zahnlines einen immer wieder ein bisschen aus dem Film holen, Alter. Trotzdem bisher definitiv die beste Runde des Battles. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und Delivery, Rap-Skill, Vorbereitung muss man hier an der Stelle auch, hast du absolut recht, Maxi, muss man hier auch loben, der ist 1A vorbereitet. Das ist ohne Stumbler, ohne Stottern, ohne Denkpausen, crazy. Und selbst wenn man seinen Text 100% drin hat, muss man auch erstmal, und glaubt mir mal, das ist scheiß anstrengend. Es gibt ja Sachen, wenn ihr das noch nie gemacht habt, die bedenkt ihr gar nicht. Ihr steht auf der Bühne und dann habt ihr während so einem Ding auf einmal Speichelfluss. Aber ihr schreibt ja gerade so Patterns, schreibt man ja auch auf den Rhythmus, damit die Leute mitgehen. Das sind ganz, ganz viele kleine Stellschrauben, an denen du da drehst. Und dann kannst du nicht, wie ich jetzt gerade zum Beispiel, viel reden und einmal runterschlucken. Wenn das an der falschen Stelle passiert, bist du raus. Dann hast du aber vielleicht, ne? Dann hast du vielleicht irgendwie einen nassen Mund und dann ist deine Aussprache nicht mehr deutlich. Du kriegst mal trockene Lippen, dies, das, ein Kratzen im Hals, musst mal husten. Das bei der Hitze da drin, bei 1200 Leuten, so akkurat mit der Delivery und der Power in der Stimme durchzuspitten, das ist Handwerk. Das ist wirklich Handwerk. Das ist nicht mehr nur auswendig lernen. Das ist ganz viel Routine und sehr, sehr beeindruckend. Es spricht gar nichts dagegen, seinen Kurs mal zu korrigieren. Doch du tust das nicht aus Überzeugung, sondern nur, um nicht zu verlieren. Du ruderst zurück, ruderst vor, haust dir das Paddel auf den Kopf. Klar ist der dann komisch. Bro, du hast da Macken reingekloppt. Und im Interview sagst du dann auch noch, ich kam mir mit den Mutterleins vor wie so ein Veteran. Ich holte meine alte Waffe aus der Box. Ja, und zwar Streumunition, mit der du abgefuckter Schmock kaum deine Gegner, aber dafür immer andere zerbombst. Sagst du 4-7? Und glaubst echt, dass du ihn damit mies killst? Deine Mutter ist das weinende, nackte Mädchen auf dem Vietnam-Kriegsbild. Das ist so gottlos schlecht, ich kann nicht mehr. Deine Mutter ist Opfer eines Kriegsverbrechens. Als ob das eine Schande wäre. Damals wurden Dörfer von... Das knallt für mich mehr. Weil er hier sogar die Zeile zitiert. Eine geile Mutterlein, wenn die grenzüberschreitend ist und aber eine Pointe hat, so, die macht höchstens den Mund auf, wenn ich da reinspucken will, ist eine Punchline. Ne? Keine krasse Punchline, aber ist zumindest so als Punchline erkennbar. Da ist eine Pointe drin. Kleines Wortspiel, beziehungsweise ein kleiner Misslied und dann ist cool. Einfach nur zu sagen, deine Mutter ist das Kind auf einem Foto, das irgendwie vom Krieg gezeichnet ist. Das ist halt keine Punchline. Und wenn die wirklich wörtlich zitiert ist, dann ist das eine Kackzeile. Das ist der Unterschied zwischen einer vielleicht grenzüberschreitenden Zeile, die aber eine Pointe eingebaut ist, und einfach nur zu sagen, du bist das und das ist scheiße. Das ist so... Weiß ich nicht, wenn du eine gute, dein Gegner ist Grieche, so, und du drehst eine Punchline daraus, dass Griechenland wegen Staatsfeldes Griechen vielleicht nicht so viel Kohle haben, drehst du eine Pleitegeier-Punchline, ist cool. Aber wenn du einfach sagst, du bist scheiße, weil du Grieche bist, ohne da was zu drehen, dann ist es halt rassistisch so. Und wenn du zu 4-7 kannst du Schlitzaugen-Lines bringen, gelbe Hautlines, es gibt ja tausend Asiatenwitze, die man kicken kann, aber einfach nur zu sagen, deine Mutter ist das weinende Mädchen auf dem Kriegsfoto, obwohl Urmat Kasache ist und kein Vietnamese so, ist halt keine Punchline und dementsprechend meiner Meinung nach auch nicht so cool. Weiß man in dem Moment nicht, ich würde Kato niemals, niemals um Gottes Willen Rassismus unterstellen, aber blöd gedacht und die Line kann man für mich absolut kritisieren. 20 Vietnamesen gebombt. Das Mädchen auf dem Foto konnte nicht dem Napalmregen entkommen. Von Verbrennungen entstellt, ihr Gesicht verzerrt und Tränen verschwommen, während der Fotograf nicht hilft, sondern nur knipst, um dafür Fame zu bekommen. Und du nutzt sie als Punchline. Als muss ich kurz reingrätschen. Ich finde, Kriegsfotografen sind sehr, 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 sehr wichtig. Und ich weiß nicht, wer von euch den Film Wir waren Helden gesehen hat. Ich will das jetzt auch nicht als Dokumentation darstellen. Aber da gibt es einen Dude, es spielt, glaube ich, auch ein Soldat James Ryan mit, ich bin mir nicht ganz sicher, der bei dieser Einheit im Vietnamkrieg als Kriegsfotograf mit dabei ist. Und ich fand das sehr beeindruckend und habe mich danach ein bisschen informiert. Das sind ja Leute, die auch in Gefechten in Kriegsgebieten sind, um das für die Nachwelt festzuhalten. Auch unter Einsatz von Leib und Leben. Und das finde ich schon wichtig. Das heißt, dem Fotograf wird hier ein bisschen Unrecht getan, meiner Meinung nach. Aber trotz alledem verstehe ich den Angle natürlich total. Und finde es absolut
krass und Nights ist wieder voll in der Spur, weil auch wenn Kato sich von der Line distanziert hat, dann hat er gecheckt, dass die scheiße ist, gerappt hat er sie trotzdem und im Battle-Rap muss man sich das dann trotzdem auch anhören. Ja, weil er geht ja auf eine Bühne für sowas. Ich finde, bevor mir jetzt jemand mit Kuchen-TV kommt, wenn du nicht im Battle-Rap stattfindest, sondern einfach eine Person bist, dann alles cool, dann musst du nicht 10 Jahre alte Sachen ausgraben, von denen du dich distanziert hast. Wenn du aber ein Battle machst, du hast die Line gekickt, hast dich davon distanziert, dann kann man dir nicht vorwerfen, du bist ein Arschloch und ein Rassist, aber man kann dir vorwerfen, ey, du hast die Line mal gerappt. Fertig. Graf nicht hilft, sondern nur knipst, um dafür Fame zu bekommen. Und du nutzt sie als Punchline, als Witzfigur, du ekliger Honk. Und außer Shock-Value gibt's da nichts, was deinen Gegner zerbombt. Nein, du hast einfach nur das Schicksal dieses Mädchens genommen, um dein Billiginhalt zu verpacken wie ein Ikea-Karton. Ich freue mich. Clap. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich freue mich schon, was du als nächstes... 6,90 Euro von Sissi. Vielen, 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 vielen Dank, meine Liebe, für den Support. Ihr wisst, PayPal-Spenden unterstützen mich am meisten. Deshalb, Love Goes Out. Fast wäre eine 690 geworden. Sissi, die hätte ich dir auch zurückgeschickt. Keine Sorge. Aber vielen, vielen Dank für den Support, meine Liebe. 1,69 in den Chat. Weiter geht's. Was ist so für Punchlines für uns hast? Deine Mutter ist das weinende, nackte Mädchen, das die Hamas geschändet hat? Opfer als Punchline nutzen, wie kannst du Versager nur? Du bist kein Champion dieser Liga. Du bist eine Schande für die Kultur. Und hallo, wir sind 150 Leute. Ich habe gesagt 69 in den Chat. Ihr Wichser. Sind sogar über 150 Leute, nice. Auch rassistische... Oh, die Hamas-Line war harter Tobak, Alter. Die Hamas-Line war harter Tobak, Alter. Es ist halt Film, weil es näher dran ist, ne? Den Vietnamkrieg. Vielleicht bin ich dann ein bisschen näher dran, weil ich amerikanische Vorfahren habe und dementsprechend mich da vielleicht ein bisschen mehr mit beschäftigt habe als der durchschnittliche, komplett Deutsche, ne? Ohne Migrationshintergrund von einer Seite. Aber ohne da jetzt politisch zu werden oder Seiten zu beziehen, ne? Wir kriegen die Bilder alle mit. Und wenn man bei der Line sich denkt, oh, die ist hart, einfach nur, weil das jetzt gerade passiert, da im Gazastreifen, dann ist halt die Vietnam-Line genauso hart. Obwohl das halt 50 Jahre her ist, aber es ist genauso hart. Nur der Zeitraum war halt ein anderer. Hat. Opfer als Punchline nutzen, wie kannst du Versager nur? Du bist kein Champion dieser Liga. Du bist eine Schande für die Kultur. Und auch rassistische Lines hast du früher massenhaft gedroppt. Dich dann davon distanziert, man wird ja auch älter. Meintest, dass dich das jetzt nicht mehr bockt? Doch sollte er merken, dass er auf andere Art die Masse nicht mehr schockt, holt der Veteran wieder seine alte Waffe. Ich hasse dich, bei Gott, ich will dich einfach nur killen. Du kannst dir keinen mehr verarschen, wie am 2. April, was du auch laberst. Typen wie du bleiben bei 10. Ich lass mich zwar nicht infizieren, doch meine Reihen ich sag euch jetzt schon mal, Prediction, und ich glaube, dass Niles so schlau ist, dass er das auch so geschrieben hat. Der Pedant jetzt, keiner mehr will, keiner mehr will. Und bringt damit unbewussten Rhythmus in die Köpfe der Leute rein. Plus, auf die 2 hat er diese 2. April-Line, wo der weiß wahrscheinlich, dass die Leute Bock haben zu reacten, aber sie reacten nicht, weil sie ihm zuhören wollen. Das macht der Rhythmus gerade. Dass der nicht einfach wie im A Cappella üblich Lines mit unterschiedlicher Länge hat, sondern er ist in einem da-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 da. Man kann das fast mitklopfen, wie er gerade rappt. Ne? Und der Lacher, der den Leuten jetzt gerade im Hals stecken bleibt, der wird die Reaction am Ende krank verstärken. Und wenn der jetzt nicht mit einer Müllline aussteigt, dann wird er selbst für eine durchschnittliche Line am Ende dieses Patterns eine überdurchschnittliche Reaction kriegen. Wenn er mit einer Killerline aussteigt, dann brennt die Hütte. Lasst euch das gesagt sein. Das war jetzt ein bisschen nerdig meinerseits. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen und wisst, was ich meine. Wartet einfach ab. Ich hab's nicht mehr im Kopf vom Pay-Per-View, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass der Ausstieg aus diesem Pattern laut wird. Was du auch laberst, Typen wie du bleiben bei 10. Hört ihr? Da kommt die Reaction. Keinen mehr verarschen wie am 2. April. Was du auch laberst, Typen wie du. Die Leute wollen eigentlich und merken, nein, ich darf noch nicht, weil der Rhythmus drin ist. Und die Leute, die selbst die Endline nicht geil finden, geben dann am Ende noch den Applaus für die April-Line. Ich lass mich zwar nicht infizieren, doch meine Reime sind ill, ich spitte Napalm. Du wirst in der Cypher gegrillt, zieh dir die Hosen aus, sie machen Fotos, während keiner dir hilft. Und dann hoffe ich, dass in ein paar Jahren als Beleidigung gilt. Dein Vater ist der weinende, nackte Bastard auf dem Title-Match-Bild. Boah! Digga, Digga, Digga! Jo, jo, jo.
Sisi, ich mach das Ei einfach leer, ja? Das ist noch ein Drittel ungefähr, nur zwei. Ganz kleines Loch in der Mitte, meiner Meinung nach. Ganz kleines Loch in der Mitte. Die ein, zwei Zahnlines hätten nicht sein müssen, aber das ist auf jeden Fall eine 9 von 10 gewesen. Das ist Bruderherz, Alter. Das war ja ein starkes Stück, die Runde. Und ja, es ist der 4.2. Ich habe in ganz genau einem Monat meinen 30. Geburtstag. Das heißt, langsam müsst ihr euch daran gewöhnen, dass ich jemand bin, der Sachen sagt wie, das ist ein starkes Stück. Oh, ja, ja. Ich werde einfach in einem Monat 30, Alter. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und ich sehe immer noch aus wie 12, Mann. Ja, in der ersten Runde redet er wie jeder über meine Zähne. Das ist schon ziemlich scheiße. Was macht er in der zweiten Runde? Macht natürlich noch das Gleiche. Aber ey, mich fuckt voll ab, dass das alle immer nur erwähnen. Dann komme ich einfach das nächste Mal mit Zähne. So, fangen wir mal an. Schade. Niles ist bei keinem sozialen Netzwerk. Und so wie das Internet drauf ist, muss ich sagen, dass ich das auch verstehen kann. Aber du redest in jedem Battle über veröffentlichte Bilder deiner Gegner. Bist laut eigener Aussage zu alt und kannst deshalb keine Plattform wie TikTok oder Insta supporten. Aber nicht so alt, um deine Gegner mit Fake-Profilen auf Insta zu stalken? Mhm. Ja, ja, dabei sein, aber anonym bleiben. Damit man die Guter Angle, guter Einstieg, finde ich. Du hast selber kein Insta, aber benutzt Insta als Angriffsfläche. Das ist so ein Robscure-Ding. Dieses, okay, selber unter Verschluss halten, aber bei den anderen reicht es. Ich benutze es selber nicht, aber bei dir nehme ich es als Angriffsfläche. Ja, stimmt schon. Wobei man da natürlich, wenn man es ad absurdum führen wollte, auch argumentieren könnte, muss man Onlyfans haben, um Jindo mit ihrem Onlyfans in einem Battle zu verarschen? Mit der Fragestellung, dieselbe Fragestellung, muss man Instagram haben, um jemand anderen wegen seinem Insta zu verarschen? Ne, das ist ja etwas Positives für Promo, aber eben auch negativ, wenn man Sachen preisgibt. Schwierig. Nachteile nicht durchmachen braucht. Kennt ihr diese deutschen Gangbang-Pornos? Der ist einer von denen, die sich im Hintergrund ein Wichsen mit einer Sturmmaske auf. Fick dich, Alter. Okay, Chat, und jetzt seid mal ganz, 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 ganz ehrlich, bitte. Kennt ihr diese deutschen Gangbang-Pornos? Stellt euch mal Niles vor. Ich weiß nicht, ob ihr damals diese Dokumentation gesehen habt und jetzt Real Talk über Lia Louise, glaube ich, eine deutsche Pornodarstellerin, die komplett abgedriftet ist. Das war eine, ich glaube, Steuerung F-Doku. Super. Und die hat darüber auch gesprochen. Es gibt wohl eine Produktionsfirma in Deutschland, die, so wie es in dieser Doku dargestellt wurde, jungen Frauen Verträge gibt für Erwachsenenfilme. Und dann kommen die ans Set und dann sind da anstatt abgesprochen 2 Männer auf einmal 30 Männer und es werden auch deutlich härtere Sachen gemacht als vorher abgesprochen. Ne? Ich habe sowas zum Glück noch nicht gesehen. Ich weiß nur, dass es das gibt. Ne? Ich denke mal, wir alle gucken mal ein Porno, Alter, da ist ja auch nichts dabei. Aber das scheint echt ekliger Shit zu sein. Das ist eine deutsche Produktionsfirma, die in dieser Doku echt auf den Zahn geführt, der auf den Zahn geführt wurde. Das ist wirklich krank. Kato, warum weißt du, wie die ablaufen? Fick dich, Alter. Stell euch mal Niles vor mit so einem GGG-T-Shirt. Ich glaube, das geht ein bisschen ins Leere. Oh Gott, Kato, Alter. Stell euch mal Niles vor mit so einem GGG-T-Shirt. Aber ich schwöre, Niles wird da mit seinem Schnörres. Ich stelle. Das wird schon passen, Alter. Kommen wir mal zu ein paar Zitaten aus deinen Battles. Papa, was ist eine Transe? Fragt Mama, der weiß das. Ja, haben schon viele angesprochen. Aber ich habe noch ein paar andere. Mein Arbeitsplatz ist kurz, wie dein Penis. Oder kann sein, dass ich dafür zu alt bin. Aber so ging es mir halt immer noch mit Scheiße. Und mein Favorit ist, in den Kommentaren sagen sie, du bist eine Maschine. Ist mein Saugroboter auch, also Glückwunsch zu dem Titel. Und ihr fragt euch, hä, sonst zitiert man sonst so Wreckelines. Ich weiß nicht, warum Kato jetzt die krassen nimmt. Wisst ihr warum? Weil die Wort für Wort von Audio 88 sind. Scheiße, ne? Daran gibt es echt nichts zu kontern. Er hat sogar einen
Kato, du hast nicht einzureden. Nein, du hast nicht einzureden. Audio 88 sind. Mhm. Scheiße, ne? Daran gibt es echt nichts zu kontern. Er hat sogar einen Trailer von dir kommentiert. Mit der Frage, ob er jetzt das Battle gewonnen hat. Und das waren jetzt nun... Ja, ja. Und das war... Kann das jemand verifizieren, Chat? Kann das jemand verifizieren? Also ich glaube das Kato, weil Kato würde das nicht sagen, wenn das nicht stimmen würde. Ist das so? Sind das alles Audio 88 Nines? Das ist harter Tobak, weil ich erinnere mich auf jeden Fall an zwei von diesen Lines. Und die waren die Saugroboter-Line zum Beispiel, über die habe ich auch gelacht, die fand ich lustig. Die waren jetzt nicht als Hommage oder so gekennzeichnet. Und Audio 88 ist jetzt niemand, den jeder kennt. Wisst ihr, was ich meine? Wenn man jetzt sowas sagt wie, keine Ahnung, nur eure, weiß ich nicht, du und Jarambo, nur eure Optik ist unterschiedlich, im Herzen seid ihr genau derselbe Hurensohn, dann weiß jeder, okay, das ist auf Leben und Tod des Kenneth Lückler angespielt. Oder wenn man Pattern abschließt mit Kato, lutsch meinen Schwanz, du bist sanfter als sanft, weiß jeder, es ist auf das Urteil angespielt. Aber Audio 88 ist ein Underground-MC, den selbst bei Dilze, die vielleicht 10% der Leute kennen. Das heißt, da kannst du dich mit Hommage nicht rausreden, wenn du die nicht kennzeichnest. Ich habe über die Staubsauger-Roboter-Line gelacht. Und Kato hätte da für mich, wenn ich Judge gewesen wäre, Punkte für bekommen, weil die lustig war. Und ich persönlich wusste das nicht. Das bedeutet, da kann Kato sich auch nicht rausquatschen. Ne? Wenn das alles Lines von Audio 88 sind, dann ist es gebeitet. Fertig. Und das waren auch nur ein paar. Den Rest lade ich noch hoch. Denn da gibt es noch genug von dem. Würde ich die jetzt alle auf den... Laber mir nicht rein, du Fotze. Wir haben einen Battle. Und da ist Katos Charakter. Niles, da ist Katos Charakter. Die zweite von Niles war so stark und er hat das Ruder einfach gerade in einer halben Minute rumgerissen. Oh, Digga, das ist die Stimmung, die... Das ist die Stimmung, die ich haben will, Alter. Bruder. Alter. Dicker. Pah. Ey, macht euch das auch so viel Spaß wie mir, das Battle? Würdiges Titelmatch auf jeden Fall. Ich kann jetzt schon sagen, Shoutout an beide. Das macht richtig hart Bock. Und das ist ein Titelmatch, wie ich mir ein Titelmatch vorstelle, Mann. Geil! Oh, und wir sind erst bei der Hälfte, Mann. Geil! ...noch hoch, denn da gibt es noch genug von dem. Würde ich die jetzt alle aufzählen, laber mir nicht rein, du Fotze. Ah! Würde ich die jetzt... ja, Mann! Würde ich die jetzt alle aufziehen, würde meine Runde weitaus mehr als 10 Minuten gehen. Und tu jetzt bloß nicht so, als ob das nur... Ja, da ist die Defense auf einmal weg, ne? Ja. Bist du salzig, ne? Oh, und tu geil, jetzt. Alter. Geil, Alter. Oh, boah. Ist das krass. Ja, ist die Defense auf einmal weg, ne? Der merkt gerade, dass der ein Momentum hat. Kato hat ein Momentum hier. Junge, das kannst du dir ja nicht ausdenken. Ist das geil. Die Defense auf einmal weg, ne? Ja. Bist du salzig, ne? Wow. Und tu jetzt auch nicht so, als ob das nur ein Hommage ist. Hat der Delivery-Punkt auch gerade gut gemacht, ne? Boom, Junge. Ey, ich hab richtig Gänsehaut, Alter. Wegen der Scheiße guck ich Battle Rap. Nix gegen Hiding John. Nix gegen Bong Taggy. Alles in Ordnung, alles cool, ist alles lustig, haben wir alle gelacht. Aber deswegen guck ich Battle Rap. Deswegen. Das war kein Shotgun in a Pantsleck, kein Schämlich, der war sowas wie dein Vater. Kein umformulierter Spruch, den mein Komiker gesagt hat. Du hast dich für Lines, die jemand anders schrieb, von der Crowd feiern lassen, weil die von dem Urheber keinen Plan hat. Und echt... Ich schwöre auf meine Mutter, ich hatte das gerade nicht im Kopf, als ich das gesagt habe. Aber genau das ist das Ding. Ironisch, dass du einer der Lines beim besagten in der Weekend brachtest, wo du deinem Gegner vorwirfst, er wird es... Oh nein, es ist aber auch eklig, wie der bei jedem Versprecher einmal so die Augenbraue hochzieht, ne? Echt ironisch, dass du einer der Lines beim besagten in der Weekend brachtest, wo jedes du deinem Mal. Gegner vorwirfst, er wird es skrupellos und würde sich für ein paar Lacher von der Crowd verbiegen lassen. Doppelmoral sein Halbglatzenonkel. Aber so... Aber so kennen wir deine Battles. Text sind eine 10, charakterlich 0. Ich werf doch auch keinen Sexismus vor und mach zwei Zeilen später Schlafzimmer full. Man sagt, du siehst aus wie Stromberg. Boah. Der hat mich gerade auf ganz anderem Level, Digga. Auf ganz anderem Level hat der mich gerade. Hey, der Witzka, ist das krass, Junge. Wow. Und das passt irgendwie. Denn Stromberg war auch nur eine gut gemachte Kopie. Kein Keep It Real, Pen Game on Steel. Junge, das war's mit deinem Status. Und wer ist ein super Schurke, wäre dein Name Plagiato. Und wer ist nicht so ein Hurensohn, wäre dein Name vielleicht Kato. Ich glaube, die war Rainy Freestyle stark. Und dann auch noch die Frechheit zu besitzen, bei der Crowd um Props dafür zu bitten. Ja, wisst ihr, was ich meine? Niles hat aggressiver, krasser und
zusammenhängender gerappt und hat trotzdem nicht getrunken. Kato muss trinken, obwohl er anders delivered. Das spricht auf jeden Fall, was das reine Handwerk-Rappen angeht, für eine krassere Versiertheit bei Niles. Was dem hier gar keinen Abbruch tut, ne? Niles ist da absoluter Pro. Kato ist da gut drin. Niles ist halt nur besser. Aber wie gesagt, wir sind ja wirklich bei Kleinigkeiten. Wir sind beim Titelmatch. Ich möchte gerne, wenn ich reacte, auch einen Mehrwert bieten. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde, Alter. Ich sag einfach alles, was mir auffällt. Und dann auch noch die Frechheit zu besitzen, bei der Crowd um Props dafür zu bitten, nur um dann wieder eine Mikash oder Kotzenline zu spitten. Du hast doch jetzt noch den Geschmack von fremden Rapper-Cocks auf deinen Lippen. Du bist wie Shirin David, nur vor zu ohne eigene Texte, doch ich hab Bock, dich zu zerficken. Mein Respekt vor dir ist längst schon gestorben und der ist durch die Recherche auch nicht besser geworden. Ja, du hast die bessere Delivery. Hol dir direkt deinen Orden, aber ich fasse lieber meine eigenen Lines, als die von anderen perfekt zu performen. Ja. Oh, Digga, 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 was eine Runde, Alter. Alter, was ist denn hier los, Mann? Ich hatte das Battle bei weitem nicht so krass im Kopf. Was ist denn hier los? Hol dir direkt deinen Orden, aber ich fasse lieber meine eigenen Lines, als die von anderen perfekt zu performen. Digga, Digga, Digga. Bei jedem anderen wäre schon die Karriere gefickt und ich will gar nicht wissen, was für ein Lehrer du bist. Stellt euch mal vor, die Klasse schreibt eine Arbeit, Niles ist angelehnt an einem Tisch, sieht, wie jemand abguckt, nimmt den Zettel weg, sagt, ja, das war's dann mit dem Thema für dich. Der Schüler, was habe ich getan? Und Niles, schämst du dich nicht? Erzähl mir doch nichts. Ich habe dich doch genau gerade eben erwischt. Und der Schüler, nein, 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 ich habe nicht abgeschrieben. Das war nur eine Hommage an die Arbeit von dem, der neben mir sitzt. So schnell kann man ein schlechtes Vorbild für die Schüler seiner Klasse sein. Du wirst heute so hart denunziert, dein Vater lädt mich auf einen Kaffee ein. Na, Niles, was ist das für ein Gefühl, wenn man nach dem Battle in den Spiegel blickt und weiß, dass die Highlight-Line wieder mal gecheatet ist? Du nennst dich ja selber nur noch Niles, weil du weißt, dass du nicht mehr einem MC entsprichst. Aber Geschichtslehrer passt ja gut, weil du da auch nur alte Quellen wiedergibst. Ich hab mit Jamie darüber gesprochen. Er findet's auch nur widerlich. Ich glaube, wir haben hier dasselbe. Auch wieder eine im Keim erstickte Reaction, die am Ende davon knallen wird, wenn die Runde... Was ist das für ein Battle, Alter? Was nicht? Digga! Quellen wiedergibst. Ich hab mit Jamie darüber gesprochen. Er findet's auch nur widerlich und meinte, dass es dafür nicht den kleinsten Funken Liebe gibt. Und glaub mir mal, ich lüge nicht. Er sagte wortwörtlich, dass er die Abstimmung bereut, weil du dadurch eine Chance auf den Titel kriegst und er nicht will, dass du unter diesen Umständen der Champion seiner Liga bist. Fick deine... Ja. Guck mal, und Jamie ist so, ja, Jamie schüttelt nicht den Kopf, Jamie ist so, ja, der Wortlaut war vielleicht ein bisschen anders, aber die Reaktion von Jamie, wenn ihr mal guckt, hier steht er gleich, Jamie, da wo jetzt Katos wunderschöner Mund ist, das ist für mich kein, nee, das stimmt so nicht, das ist für mich ein, ganz so habe ich es nicht ausgedrückt, aber im Kern hat er schon recht. Du unter diesen Umständen der Champion seiner Liga bist. Guckt mal. Krass. Hurenmutter. Jawohl. Womit willst du mich noch beleidigen? Ich hätte meinen Gürtel lieber gegen Mighty verloren, als ihn gegen dich zu verteidigen. Ich finde, man sollte gar nicht mehr den Penner hier buchen. Und du hast erst recht nichts im Kreis aller Contender zu suchen. Guckt euch das Roster an. Hiding John, der kleine fiese Fettsack ist einfach nur witzig. Tobi und Kara, Jungs mit genug Antrieb und einer eigenen Geschichte. Kid Soldier kann man nicht böse sein. Der hat halt Charisma, die Pickelfratze. Und wer bleibt noch übrig? Der verfickte Lappen, ich ripp dich ab. Ich hab auch gar keinen Bock, dir nach dem Battle möchte gern freundlich ins Gesicht zu lachen. Wenn's nach mir ginge, solltest du dich lange nicht mehr blicken lassen. Also verpiss dich! Und lass das in Zukunft die Originalen unter sich ausmachen. Fick deine Mutter, Time! Scheiß Beiter, Alter! Scheiß Beiter! Bruder, was ist denn hier los, Alter? Was ist denn hier los, Alter? Oh, Abstimmung geht raus, Mann. Aber, ey, Niles zweite, ne, habe ich ja schon gesagt, viel krasser als die beiden ersten. Aber, okay, Abstimmung ist raus, Dankeschön, CC. Zweite Runde, bitte teilnehmen. Das ist, also die zweite ist für mich eine ganz, ganz klare Kiste an Kato. Ey. Top 10 Battle-Rap-Runden, die ich je gehört habe. So weit gehe ich. Top 10 Battle-Rap-Runden, die ich jemals gehört habe. Ganz, ganz safe. Kranke Scheiße, Alter. Was ist hier los? Wow.
89% sind für Kato, Alter. Und es nehmen auch nicht so wenig Leute teil. Wahnsinn. Puh. 90% Kato. Mir fällt nur ein Battle ein, wo es noch eindeutiger ist. Hey, weiß nicht, wovon du redest. Welche anderen Runden sind denn auch in den Top 10? Na, da wäre für mich sowas drin wie Rob Skewers zweite Runde gegen Virus mit der Arte-Moderatorin. Dritte Runde von Cynic im Rematch gegen Bongtaggy. Dritte Runde von Mikesh gegen Papi Schlauch. Dritte Runde von Mikesh gegen Rob Skewer. Dritte Runde von Jarambo gegen Nidal. Zweite Runde von Lars gegen Drop. So eine Sachen. Das ist so das Level, auf dem wir uns bewegen, denke ich. Die eine Runde gegen, ja, Klebs zweite gegen Finch kann man auf jeden Fall auch reinzählen, das stimmt. Das ist das Level, auf dem wir uns bewegen, meiner Meinung nach hier, mit dem, was Kato da gerade gemacht hat. Harte Scheiße, Alter. So. Entschuldigung an YouTube, ich werde es auf jeden Fall nicht rausschneiden, aber ich gehe einmal gerade pinkeln. Wir sehen uns in 30 Sekunden wieder hier, meine Lieben, ja? Lass mir mal einen lieben 69er-Chain im Chat da. Wie will Niles das noch drehen? Also wie will Niles das noch drehen? Lösch mal bitte die Nachricht von Instinct Berlin weg, CC. Tu mir den Gefallen. Ganz schnell am besten. Nicht den Benutzer sperren, nur die Nachricht weglöschen. Dankeschön. Bitte, sorry für ein paar, die es jetzt gelesen haben, bitte nicht spoilern, okay? Bis zum Ende. Kannst du nicht wissen, aber bitte nicht spoilern bis zum Ende. Alles gut, kein Problem. Wie gesagt, wusstest du nicht und ich unterstelle dir auch keine böse Absicht. Schön, dass ihr bist, mein Bester, aber... Lass uns bis zum Ende gucken, welche wir das Judging aussehen. So. Let's go. Da waren gerade sogar noch welche bei, Alter. Beruhigt euch. Jetzt komm echt. Jetzt kommen echt Biting-Vorwürfe von diesem dreckigen Schmutz, der eine Manuelsen-Referenz als seine Catchphrase benutzt. Dicker. Nein. Ganz, 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 ganz anders. Die Manuelsen-Catchphrase kennt jeder, habe ich gerade schon zur Genüge erklärt. Jeder weiß, es ist eine Manuelsen-Referenz. So. Keiner spricht Kato da die Props zu. Die Leute würden es auch nicht mitmachen. Die Niles-Bites wirken so sneaky, weil keiner kennt die Sachen von Audio 88. Ne? Zumindest nicht die Mehrheit der Leute. Während ich komme in dieses Café, Café Full, kennt jeder. Exakt einen Tag. Nach meinem Vote zum Titel-Contender wurde an meine Schulleitung eine anonyme E-Mail gesendet. Mein Schaffen hier sei Menschen verachten. Und würde sie es nicht beenden, wird man sich mit Klage ans Kultusministerium wenden. Was ist das im Moment? Also ist das Zufall, dass so eine Scheiße im Moment so vielen Leuten passiert? Ähnlich ist es uns ja auch mit unserem Konzert passiert. Oder wird Battle Rap und Diss Tracks einfach größer? Haben die Leute auf einmal einen Stock im Arsch? Oder was ist,
Aber es gibt keine Cancel Culture, ne? Es gibt keine Cancel Culture. Gibt es nicht. Was ist das für eine Scheiße? Warum sind Menschen so? Warum? Wahrscheinlich war das sogar irgendein Bastard, der nicht mal ein Kind an dieser Schule hat. Sagen wir mal, du hast ein Kind, was in Niles Klasse geht. Du guckst Battle Rap, du verstehst das nicht. Dann kannst du sagen, ey, ich würde gerne mal über oder mit diesem Lehrer, am besten mit diesem Lehrer sprechen, was ist da los? Na, ordne das mal ein, grenz dich davon ab, bla 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 bla. Aber ein Brief, wo man damit droht, ich wende mich ans Kultusministerium, weil Niles hier ganz klar Kunst macht. Ganz klar Kunst macht. Und damit eigentlich meiner Meinung nach, wenn das richtig angeht und für so schlau halte ich Niles, sogar geil erklären kann, was ist Humor, was darf Kunst nicht. Weil wenn du zu einer Comedy-Show gehst, ist ja nichts anderes. Und Niles kann ja geil einordnen. Guck mal, in dem Kontext kannst du das und das sagen, das und das vielleicht nicht. Das, was ich da gesagt habe, würde ich zu euch nicht sagen oder in einem Privatgespräch dem und dem nicht sagen. Also was soll diese dumme Scheiße? Wer auch immer das war, du bist ein Hurensohn. Vielleicht ein ums Wohl seines Kindes besorgter, ängstlicher Vater? Doch in der Mail stehen Battle-Rap-Interner, die man nur kennt, wenn man Plan hat. Und die nur nennt, wer den Plan hat, hier auf Biegen und Brechen zu verhindern, dass ich heute in dieses Titelmatch steppe. Und Rapper hier haten mich gern, weil ich nicht in ihr scheiß Schema passe, älter bin als sie und einen verfickten Job als Lehrer mache. Aber dass ihr versucht, mich mit so einem Dreck aus der Balance zu bringen, zeigt nur, dass ihr wisst, wie niedrig ohne solche Mätzchen eure Chancen sind. Ja! Ja. So ganz geil aufgebaut, muss ich allerdings mit den Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe, dazu sagen, es gibt auch Leute, die keine Hobbys haben. Ja, es gibt auch einfach Leute, die keine Hobbys haben. Ohne denen das jetzt zu unterstellen, weil das sind die nicht. Aber so ein Dave oder so ein Dara oder auch so eine Shoyoka, die haben Gruppen, wo die dann sagen, ey, guck mal, dieser Niles, der ist Lehrer. Und dann schicken die ein 10er-Team los, die recherchieren dann auch Battle-Rap interner, um so eine E-Mail zu schreiben, damit sie sich einen drauf runterholen können, wenn Niles seine Battle-Rap-Karriere aufgibt. Also interner sind kein Beleg dafür, dass das auch jemand aus der Battle-Rap-Kultur war. Ich glaube, dass Niles das gar nicht weiß, dass dem vielleicht gar nicht so bewusst ist, wie mir durch eben meine Freundschaft zu Kuchen beispielsweise bewusst ist, wie diese Leute drauf sind. Aber das kann durchaus auch jemand von außen gewesen sein, trotz der Interna. Aber trotzdem hat es hier schön funktioniert. Doch ich musste mir gut überlegen, ob ich noch Battle... Hashtag Free Niles einmal in den Chat, bitte. ...Rap mache. Im Fall des Falles auch die schlimmsten Konsequenzen verkrafte, doch kann nicht stoppen, weil für mich hier zu viel Leidenschaft drin steckt. Seit fast 30 Jahren hält diese Begeisterung für Rap. Sieh, was viele hier so leisten als Beleidigung für Rap. Jetzt mal im Ernst, außer mir sind hier doch leider alle wack. Yeah! Ja, auch du. Du pomadiger und schmieriger Zahnärzte frustrierender mit seinem Rumgestammel diese Sprachkunst malträtierender, Karies krepierender, Bodybag kassierender, bar jeder Prinzipien private Infos leakender mit seinem komischen Kopf in Mighty's After herumkriechender Bastard. Auch du bist weg. Schön gereimt, aber es sind halt wieder die Zähne, ne? Es sind einfach wieder die Zähne, Digga. Denn deine Rap-Technik geht echt nicht. Das ist schon böse amüsant. Wenn du so im G-Star-Store die Hosen faltest, bist du da höchstens Praktikant. Ist er voll stolz auf seine Reimkette gegen Taggy. Warte ab, barst bis dir der Kragen platzt, harter Stuff. Fisst du deine Mutter in den Arsch bis zum Magensaft. Sagenhaft. Abgesehen davon, dass du es kaum sagen kannst, wieder die Hälfte verschluckst, es inhaltlich Müll ist und jeder merkt, dass du nur Phrasen quatscht. Doch du glaubst, das ist ein starker Satz, den man häufig zitiert wie Pythagoras. Doch was du mit Sprache machst, ist wie ein Affe im Zoo, der so... Das ist ein starker Satz, den man häufig zitiert wie Pythagoras. Eigentlich gar keine schlechte Line, wa? Den man häufig zitiert wie Pythagoras. Doch was du mit Sprache machst, ist wie ein Affe im Zoo, der so Häufchen aus eigener AA matscht. Der Betrachter, der Bilder mit Tiefe liebt, sich erfreut an Nuancen und Farbenpracht, hat bei dir nach einem Blick schon genug gesehen und ihn enttäuscht die Eindimensionallandschaft. Deine Reimketten? Plastik-Modeschmuck. Äußerst erbärmlich und makelhaft. Wirst als Nummer 1 hier grad abgelöst wie Neuer in der Nationalmannschaft. Ich mach das, der faule Shit. Dich teuer kommt wie dein Zahnersatz und du das Matchup morgen bereust, so wie dein Erzeuger seine scheiß Vaterschaft. Ich glaube, dass da... Also ich weiß, wo er hin wollte, ne? Die Reimkette von Kato halt weiterzuführen, sogar noch mit dem mit den Eusilben zu erweitern. Aber ist
Vielleicht auch, weil Kato gerade so reingehauen hat. Das ist super. Das ist alles geil. Aber es kommt nicht an das ran, was Kato gerade gemacht hat für mich. Rapper haten mich aus Angst. Denn was mich für Toys zu einer ernsthaften Plage macht, ist, ich hinterlasse MCs so wie Heuschreckenschwärme in der Graslandschaft. Der Poseidon in diesem Drecksgewässer. Der hier leuchtende Ozeane schafft, während du Goldfisch schon stolz bist, dass du ein geräumiges neues Aquarium hast, sorge ich für stille Wasser, die tief sind. Oder schäumende Wellen, ihr spürt Ranas Macht sich auf, bäumende Meere, tsunamihaft, nur erzeugt durch die Sphäre des Magiers. Und jetzt kommst du, Idiot, in deinem Ruderboot. Kreuzt vor der Küste Somalias mit einer Crew, die dich hasst, weil du ihr schon seit Jahren nur den räudigsten, billigsten Fraß vorwarfst. Klar, dass ich dieses Bötchen enter. Doch nicht nur erbeute ich diesen Piratenschatz, sondern löse eine Meuterei aus, weil du deine Leute hier nicht mehr verarschen kannst. Ein Captain, der stotternd und stammelnd Befehle erteilt, dem beim Steuern des Bootes der Arm erschlafft, sodass er keinen klaren Kurs mehr fährt. Heute geht's da, morgen da entlang. Findest du dich hier gleich wieder, von der Meute gefesselt am Fahnenmast. Checkst selbst du in deinem komischen Kopf, dass ab heute ein neuer Captain das Sagen hat. Gut gerappt, schönes Bild, aber keine Treffer. So, der hat hier ein Bild gemalt mit Wasser und Kato, der kein Captain mehr ist und so. Klar, Ruderboot hat alles gepasst, ich habe das schon alles gecheckt, wo er hin wollte. Aber es sind keine harten Treffer, das ist schön bis zur Mittellinie, bis zur Strafraumgrenze durchkombiniert und da stehen geblieben. Während Kato wie Thomas Müller mit zwei linken Füßen irgendwie durch die Mitte durchwackelt und das Ding dann aber versenkt, weil die Treffer da sind. Pendel ist für mich bei Kato im Moment. Trotzdem natürlich Riesenrespekt, das ist krass geschrieben, das ist schön gereimt, das ist alles cool. Aber mir fehlen die Punchlines. Du willst dich messen, wer der bessere Rapper ist. Freundchen, ich bitte dich, spar dir das. Beim Versuch, diese Lines hier am Mic zu rhymen, würdest du keuchen wie ein dicker Asthmatiker. Sich die X-Lags deiner Zunge noch mehr überkreuzen, Mann, shit, das geht gar nicht klar. Und dein komischer Kopf unter Strom stehen, als ob da gerade Zeus ein Gewitter für Gaia macht. Ich hab gezeigt, wie man mit deinen Rhymes auf harter Stuff und Magensaft so eine Reimkette schmiedet aus Platin. Du müsstest gebeugt gehen, damit du sie tragen kannst. Und dir auch gezeigt, wie man einen Haufen Rhymes auch bedeutungsvoll bringt. Nicht nur Phrasen, Quatsch und aus verschiedenen Bildern. Ein 3D-Gemälde erzeugt, das in keinerlei Rahmen passt. Das ist stark, das ist geil geschrieben. Ich will gar keinen Disrespect geben. Aber Flows, Reime und Rap-Technik gewinnen kein Titelmatch, wenn du dir jemanden gegenüber hast, der eine Wunde aufreißt und da Salz reinschüttet. Sie schreiben Punchlines und Comedy. Aber Rap-Kunst wie die zeigt dir im Kreis keiner. In meinen Battles mehr achtsilbige Reimketten als dieser Einzeiler. Nenn dein Gestammel, wie du willst. Wenn das die Taktik wäre, hätte ich damals gegen Cynic gewonnen. Ne? Der bessere Rapper zu sein, ist eine Nuance. Wenn beide gleich gute Punchlines haben, dann ist es, wenn du sie besser verpacken und besser reimen und besser delivern kannst, cool. Aber du kommst mit der schönsten Reimtechnik und den geilsten Bildern nicht gegen Knockout-Punches an. Für mich. Aber nein, Rap ist das nicht. Du kannst deine Lines kaum sprechen. Meine Lines sprechen für sich. Und du nennst... Sind euch bisher großartig Vorwürfe hängen geblieben, außer Kato hat schlechte Zähne und stottert? Das ist am Ende des Tages brutal, bisher am besten verpackt und geil bebildert, dass Kato schlechte Zähne hat und stottert. Das ist leider das Problem. Du kennst dich mit deiner Technik, Champion. Wie kannst du Versager nur? Du bist kein Champion dieser Liga. Du bist eine Schande für die Kultur. Ey, Kato wird zersiebt. Ich begrabe diesen Freak und ihr alle gibt mir dabei Energie. Und ich rin, Black & Decker, solche Battlesprecher, Wacker Penner. Meine Bars strahlen, als wären die radioaktiv. Doch gib mich hier auch noch ganz Gentleman. Mach mich mit dem Match bei deiner Mama noch beliebt. Sorg dafür, dass ihr die Currywurst auf Schalke wieder schmeckt. Denn ich hau dir die Fresse so hart ein, dass man kein Karies mehr sieht. Ich bin im Champ. Ich will den Champ, bei dem man spürt, dass er das lebt, der auf der Bühne wirklich Spaß hat an dem Shit. Ja, ich will das Feuer in den Augen eines Rappers sehen, Schweiß und Tränen. Doch es scheint, als ob es von all dem gar nichts bei dir gibt. Was heißt schon Herz eines Champions? Ich steck zumindest Herzblut seit Jahren in meinen Stift. Und dabei stoppt mich nichts, kein Gehate von MCs aus dieser Liga. Keine E-Mail an die Schule, keine Nachtcheck mit den Kids. Wer mich nur stoppen kann, derselbe, der den Belt grabt und die Liga nächstes Jahr würde... Welcher Lehrer macht denn Nachtschicht mit den Kids?
Schule keine Nachtschicht mit den Kids. Wer mich nur stoppen kann, derselbe, der den Beltprep und die Liga nächstes Jahr würdig vertritt. So wie es aussieht, kann das niemand sein als ich. Hier stehen nur wir zwei und shit, wir alle wissen eines sicher, Kato ist es nicht. Ich glaube, er meint seine eigenen Kinder. Ah, ja, das kann sein. Das kann sein, ja. Gut gerappt. Schön. Shoutout, Respekt. Das war eine Top-Runde. Leider gemessen an Katos Zweiter nicht so krass. Wenn Kato jetzt eine Runde droppt, die gleichwertig ist, dann hat er es für mich. Weil seine Zweite outstanding, und das kann ich jetzt schon sagen, Katos Zweite war besser als alle drei von Niles. Das heißt, Kato steht, hat auf jeden Fall, ohne seine Dritte zu kennen, jetzt schon die beste Runde des Battles performt. Hey Leute, was für ein fucking Battle. Letzte Runde, Kato, gib ihm. Yo, was ist das für ein Opfer? Der macht da einfach seine erste Runde nochmal. Also ein bisschen mehr hättest du was anderes sagen können, oder? Und du sagst, deine Lines sprechen für dich. Ich denke eher, Audios Lines sprechen für dich. Und ja, ich arbeite bei G-Star. Scheiße, ne? Das heißt natürlich, ich habe gar keine Würde. Vorgeschriebener Konter, egal was kommt. Weil Niles hat das nur einmal minimal angesprochen und Kato hat sich 100% einen G-Star-Konter zurechtgelegt. Der würde keinen Freestyle-Konter auf diese minimale Nuance von Niles machen. Der hat nur darauf gewartet, dass er es einmal in irgendeinem Randsatz erwähnt, damit er den Konter jetzt anbringen kann. Mark my words. Ich arbeite bei G-Star. Scheiße, ne? Das heißt natürlich, ich habe gar keine Würde. Das hätte auch halbwegs gepuncht, wenn ich da nicht schon lange nicht mehr arbeiten würde. Spasti, Alter. So. Du sagst zu Mars, der macht... Das Fischei-Objektiv macht natürlich auch viel, ne? Aber Kato? Zugelegt, Alter. Dann auf Psycho. Der soll sich schlichtweg nicht so aufregen. Und psychische... So. Du sagst zu Mars, der macht dann auf Psycho. Der soll sich schlichtweg nicht so aufregen. Und psychische Erkrankte nutzen ihre Krankheit nur als Ausrede. Ein bisschen Empathie wäre bei einem Pädagogen doch die Faustregel. Was ist, wenn eine Schülerin kommt? Ich habe Endometriose, darf ich nach Haus gehen? Sagst dann auch, ach, stell dich nicht so an. Du musst da einfach nur austreten. Dieses psychische Krankheiten sind keine richtigen Krankheiten-Ding, okay? Ihr kennt mich, ihr wisst, das ist thematisch etwas, wo ich sehr hinterstehen kann und ich finde den Vergleich sehr gut. Sehr, sehr gut. Zu einem Depressiven zu sagen, habe ich letztens noch ein längeres Gespräch drüber gehabt, zu einem Depressiven zu sagen, Mann, stell dich nicht so an, steh doch einfach auf, ist so wie zum Typ mit gebrochenen Beinen zu sagen, hab dich nicht so, steh doch einfach auf. Verstehen viele Leute leider nicht, dass psychische Krankheiten auch wirklich Krankheiten sind. Auch wenn ich Maß nicht mag, da kriegt er mich leider mit. Oder wenn ein Kollege kommt und sagt, ich mache mir Sorgen, der mentale Zustand einer deiner Schüler verschlimmt sich. Denkst du ja auch, so trennt sich die Spreu vom Weizen. Er ist einfach ein bisschen überempfindlich. Du sagst Tobi, wie er sich als Homosexueller zu verhalten hat. Das zeigt, dass du dafür gar kein Gespür hast. Bitte battle Davy, dann kannst du ihm erklären, wie er sich als Afrikaner zu fühlen hat. Dass ihr... Wirklich Kritik auf riesengroßem Niveau jetzt an der Stelle, ne? Also ganz, 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 ganz abgesehen. Ich hätte es schöner gefunden, wenn Kato hier gesagt hätte, wie er sich als Schwarzer zu fühlen hat. Weil, und das ist ein Punkt, da muss ich auf jeden Fall den, sagen wir mal, Wokies absolut recht geben. Ich finde, Afrikaner als Gesamtbild für alle Schwarzen zu nehmen, ein bisschen wack. Weil Afrika ist ein Kontinent, der aus so unglaublich vielen verschiedenen Ländern mit unterschiedlichen Kulturen besteht. Marokkaner sind auch Afrikaner beispielsweise. Das ist ja was völlig anderes als jemand aus dem Kongo oder aus Ghana oder aus Südafrika oder aus wo auch immer. Und worauf er hinaus will, ist ja die Hautfarbe. Deshalb, wer als Schwarzer zu fühlen hat, nicer gewesen an der Stelle. Elon Musk beispielsweise ist auch Afrikaner, genau. Deshalb hätte er da mehr gesessen. Ist natürlich brutal spitz, finde ich. Aber das ist was, was ich mir selber gerade versuche abzugewöhnen. Afrikaner kongruent zu benutzen zu Schwarzer. Weil worauf er hinaus will, ist die Hautfarbe. Das wäre cooler gewesen, aber ne. Das ist wirklich nur eine ganz kleine Anmerkung, die mir gerade in den Kopf kommt, wo ich auch selber erst vor ein paar Wochen das erste Mal drüber nachgedacht habe und mich versucht habe, so ein bisschen zu educaten. Davy, dann kannst du ihm erklären, wie er sich als Afrikaner zu fühlen hat. Trotzdem, vom Inhalt her natürlich super leiden, müssen wir gar nicht drüber reden. Dass ihr beide euch verstehen würdet, ahnt sich sofort, nachdem du sagtest, ich bin am Ballen, wie irgend so ein Schwarzer unterm Korb. Und du kostest mit Rassismus, Alter.
Du sagst, du zeigst Daytona italienisch und meinst, das Wichtigste bei der Sprache wäre die Gestik. Und dann dieses, mach nicht so, mach so, mach nicht so. Da hat man Bock, dir ins Gesicht zu treten. Und dann dieser gefakte Akzent, der Sandy-Track von Taggy war ein Witz dagegen. Richtiger Allmann-Werbespot-Humor. Was gibt's zu dir noch zu sagen? Du glaubst auch, Costa fast gar nichts wäre ein griechischer Name. Und ich weiß, was du dir jetzt denkst. Das ist Battle-Rap, der ist auch nicht viel besser und der Freak soll die Fressen halten. Nein, bin ich nicht, aber du bist verbeamteter Pädagoge. Du bist praktisch dafür bezahlt, öffentlich politisch korrekt zu bleiben. Und dein Totschlagargument immer, also meine Schüler feiern meine Battles und die schauen sich jedes an, sobald sie dazu die Chance haben. Herr Wörmer, sie verteilen versetzungsrelevante Noten. Was sollen die zu dir sonst auch sagen? Scheiße, Digga. Das war für mich gerade der Moment, wo Kato gewonnen hat. Wir haben 3 Runden Nights gesehen. Wir haben 2,5 Runden Kato gesehen. Kato hat es hier für mich jetzt schon in der Tasche. Die Treffer sitzen einfach härter, weil das ist ein Punkt. Ja, deine Schüler feiern deine Battles. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Deine Schüler feiern deine Battles. Aber wenn die nicht feiern würden, würden sie es dir wahrscheinlich auch nicht sagen. Natürlich nicht. Dicker. Was denkt sich wohl der übergewichtige Schüler aus der 2. Reihe, der Schmerz hat, weil die Knochen nicht so stark sind? Das depressive Mädchen aus der 3. Reihe, die sich ritzt, du siehst es doch an ihren Armen. Der Schüler, der erst seit 2 Jahren in Deutschland lebt und sich geniert vor dir zu sprechen, wegen der komplizierten Sprache. Und der eine Schüler, der gar nicht mehr erscheint, weil er wegen Lehrern wieder Schiss hat, ein Coming-out zu starten. Aber Nights denkt sich nichts, der kommt in die Klasse. Hey Kids, gute Neuigkeiten. Mein letztes Battle wird am Sonntag hochgeladen. Und die antworten im Chor, guten Morgen, Herr Wörmer. Darauf haben wir seit Wochen schon gewartet. Ich würde hier nie deinen Sohn negativ erwähnen. Das macht doch keine Sau. Doch du erwähnst ihn selber für Punchlines und packst ihn somit in die Schusslinie. Bastard, halt das Maul. Sagst zu Mars, mein Sohn klaut deine Spielzeuge. Und die Masse rastet aus. Na, jetzt, wie war das nochmal? Mit skrupellos und verbiegen lassen für ein paar Lacher bei der Crowd. Du merkst selber, ne? Ist riskant, sich gegen mich in einen Fight zu begeben. Denn ich treffe genau dahin, wo es wehtut. Aber bleib bei den Regeln. Ich würde nie dir sagen... Das ist der Punkt, der den Unterschied macht. Kato trifft in diesem... Das ist die beste Kato-Leistung, die ich je gesehen habe. Ich hoffe, wir sind uns da einig. Ich glaube, wir sind uns da einig. Finde ich sogar besser als Grace. Kato trifft wirklich, wo es wehtut in dem Ding hier. Also ich finde den Punkt, du sagst, deine Schüler feiern deine Battles, aber die können ja auch gar nichts anderes sagen, habe ich so, glaube ich, noch nie gehört. Das ist was Neues und der ist krass. Er macht sich ja nicht über das Lehrerdasein lustig, sondern darüber, dass Katos Argument, warum das vereinbar ist, nicht zieht. Das ist für mich ein anderer Angel. Sagen, wie du deine Kinder zu erziehen hast. Da brauche ich keine Scheiße zu reden. Wir halten es einfach so. Du kümmerst dich um deine Blagen und ich behalte mein Baby. Er macht auf Battle Raps Rettung, der mit seinem Skillset ziemlich einsam ist. Wie, habe ich nicht verstanden? Dir sagen, wie du deine Kinder zu erziehen hast. Da brauche ich keine Scheiße zu reden. Wir halten es einfach so. Du kümmerst dich um deine Blagen und ich behalte mein Baby. Er macht auf Battle Raps. Mit Baby meint er wahrscheinlich einen Gürtel. Rettung, der mit seinem Skillset ziemlich einsam ist. Hip-Hop to the fullest, weil er schon seit 20 Jahren miese Reime kickt. Ein Misanthrop, der nur für euch zurückkam, weil die anderen MCs so scheiße sind. Doch du hast keinen Hass auf diese Szene. Sie interessiert dich einfach nicht. Wann hast du denn mal überlegt, einfach nur aus Solidarität einen Abstecher zu einer anderen Liga zu machen? Oder bei einem Event erscheinen, wo du mal nicht battlest. Einfach nur aus Liebe zur Sache. Ein Hosting, um eine möglichst geile Stimmung für die MCs zu erschaffen. Zu dem Platz gehört weitaus mehr als alles distanziert zu betrachten. Digga. Danny, mein Bester, was geht? Irgendwie klingt es bei Kato in meinen Ohren immer etwas runtergerattert. Die Delivery geht irgendwie immer an mir vorbei, obwohl die Lines treffen, kann aber auch nur mein Gehör sein. Hast du absolut recht? Hat Kato hier aber selber schon entkräftet, indem er Niles die bessere Delivery schon zugesprochen hat und aber die Prioritäten woanders hin verschiebt. Katos Text in diesem Battle, Halleluja, Alter. Und ich mag beide, ne? Danny, wir sind uns ja einig, ich weiß ja, was du für einen Anspruch an Battle Rap hast. Ich glaube, wir können beide sagen, dass das hier zwei absolut ernstzunehmende, krasse Battle Rapper sind. Aber was Kato hier für Dinger kickt, Alter, was Kato hier für Punchlines kickt, Alter. Halleluja. Möglichst geile Stimmung für die MCs zu erschaffen. Weil ja, auch jemand, der immer nur zu seinen eigenen Battles kommt, nie bei anderen Battles da ist und so weiter und so fort und dann sich als Retter der Szene aufspielt. Wenn du Liebe für Battle Rap hast, gehst du auch zu Events, wo du nicht da bist. Dann gehst du auch mal zu Future of Battle Rap oder so. Oder fährst mal ein paar Kilometer, um dir was anzugucken. Das sind alles Dinger mit Substanz, die Kato hier kickt. Und es ist krass, weil Kato normalerweise für 2 Zeilen bekannt ist. Strong. Zu dem Platz gehört weitaus mehr als alles distanziert zu betrachten. Du musst da nicht gleich TikTok oder Insta besitzen. Doch für alle bist du außerhalb der Battles nur eine finstere Kulisse. Gib den Fans noch mal ein bisschen Content. Als Dankeschön für alle, die dein Shit unterstützen. Geh in Stream, paar Anekdoten, bisschen Hintergrundwissen.
Battle Rap Taxi, Q&A, mag das Couch, nirgendwo ist dein Gesicht zu erblicken. Aber so kennen wir dich ja, ne? Über den Content von anderen urteilen und im Hintergrund wichsen, setz doch mal die Sturmmaske ab und fang an richtig zu ficken. Schöner Callback. Ich hasse dich nicht, ich verachte dich, ich fange langsam an am Rad zu drehen. Dies hier ist 3 Nummern zu groß für dich, das war schon lange abzusehen. Aber solltest du es heute irgendwie schaffen, mir den Gürtel abzunehmen, müsste da neben deinem Namen in Klammern Audio 88 stehen. Ihr habt wohl vergessen, ich bin immer noch der Master. Der kickt hier bessere Callbacks als Niles. Für mich. Weil der nicht einfach nur Lines wiederholt, sondern etwas aufbaut. Er etabliert eine Angriffsfläche. Das Audio 88, den kannte man vorher nicht. Er hat es in der zweiten Runde in ganz vielen Lines etabliert und kann es jetzt benutzen, um neue Punchlines auszudrehen. Das ist was anderes, als immer wieder zu sagen, Kato hat schlechte Zähne. Das sind keine Callbacks, das sind Wiederholungen. Callbacks sind, etwas zu etablieren und darauf später nochmal Bezug zu nehmen, auf das, was du im selben Battle etabliert hast. Und nicht was, was schon 1000 Mal angesprochen wurde, immer wieder zu erwähnen. Wenn du in der ersten Runde gesagt hast, Kato hat eklige Zähne und das in der zweiten nochmal sagst, ist es kein Callback. Wenn du aber als erster etablierst, Kato bitet Audio 88 und darauf später Bezug zu nehmen, das ist ein Callback. Also Kato hat das hier gewonnen. Hier wird nichts. Da gibt es nichts. Das ist der Cypher. Das mit mir und diesem Gürtel geht noch Jahre so weiter, weil ich für jeden Gegner, unabhängig vom Status, bereit habe. Hab ausgeteilt und eingesteckt, auch wenn es manchmal hart in dem Kreis war. Und ja, die Stotterer sind da. Niles ist der bessere Rapper und delivert besser. Und was ganz oft Leuten zum Verhängnis geworden ist, ganz oft schon, ist, dass sie versucht haben, das, was der andere, beispielsweise der Rambo gegen Mikesh, hat in der dritten versucht, Mikesh größte Stärke, nämlich diese Analysen- und Bildermalparts, sich auf dieses Spielfeld zu begeben und das auch zu machen. Und das klappt nicht. Kato hat sich hier gedacht, was kann Niles besser als ich, was kann ich besser als Niles? Und hat nicht versucht, das, was Niles besser kann, genauso gut zu machen, sondern hat sich gedacht, scheiß drauf, er kriegt die Punkte, ich spiele meine Stärken aus. Und das ist überragend. Das hat Eier, das hat Mut und das trägt hier Früchte. Also, Hut ab, Alter. Hut ab. 4 Battles in der Corona-Zeit. Rate, wie viel Gage ich einnahm. Ich habe darauf verzichtet, damit wir hier so schnell wie möglich auf die Beine kommen. Und schaut uns an. Zusammen haben wir die Lage gemeistert. Diltili, ich liebe... Nein, Diltili... Cash, das macht ein Battle versus Kato. Auf keinen Fall. Erstens habe ich keinerlei Argumente und auch keine Lust, den Diltili-Champion zu battlen. Ich habe noch nie bei Diltili gebettelt. Und ich will das auch a cappella nicht. Das ist nicht mein Steckenpferd. Ich mache das bei Top-Tier. Bei Top-Tier habe ich mir jetzt einen Status erarbeitet so. Und ich mag Kato total gerne. Ich habe gar keinen Antrieb, gegen Kato zu betteln. Überhaupt nicht. So, und ich bin, glaube ich, auch mittlerweile auf dem Level, auch was Mucke angeht und Bekanntheit angeht und so, dass ich gar keinem mehr was beweisen muss. Ich mache nur noch Battles, wo mich der Gegner krass reizt oder das Setup krass reizt. Und das wäre bei Kato bei beidem nicht der Fall. So, Kato ist ein super starker Battle-Rapper. Ich hätte von dem Battle aber nichts und ich habe auch keinen Hass, den ich austragen muss. So, ich habe für Kato nur Liebe und Respekt und deshalb wird das auf keinen Fall passieren. Pepper, dankeschön für 31 Monate. Ich auf die Beine kommen und schaut uns an. Zusammen haben wir die Lage gemeistert. Diltili, ich liebe... Nein, Diltili, ich lebe dich. Und ich weiß, dass ich das bis dato gezeigt habe. Du legst dich nur in ein gemachtes Bett, obwohl du hier noch gar nichts erreicht hast. Ich mache mir Sorgen um Niles. Ich plane schon längst weiter. Nächstes Jahr FOB. Beim NR Weekend machen mein Bruder Jarambo und ich 2 überschätzte Knaben zu zweitplatt. Und wenn ihr wollt, verteidige ich direkt wieder bei Mayhem. Leute, sagt es mir einfach. Du hast nicht das Recht, diesen Titel zu tragen, du Scheißblach. Das merkt viel zu stark die Beweislast. Der Champion-Anzug würde dir eh nicht passen. Glaub mir, ich war Markenbekleider. Für dich ist der Für dich ist der Title Run doch schon seit Tag 1 designert. Das merkt man an deinem Bars, du Scheißbeiter. Weil du Texte klaust und deine eigenen Kinder ahnungslos einspannst. Und wenn deine Kinder deine Frau fragen, Mama, kannst du uns sagen, wer im Festsaal unseren Vater zerfleischt hat? Antwortet die nur, frag Kato. Der weiß das. Kein Spaß. Ist halt so extrem schade, dass er sich so oft verhaspelt. Ich finde das bei ihm gar nicht so störend. Ich finde das bei ihm wirklich nicht so störend. So, natürlich, das kann Niles besser, aber wie ich gerade gesagt habe, ich achte bei Kato nicht drauf, weil Kato hat hier seinen kompletten Fokus auf Text gelegt, was die wichtigste Waffe ist. Und hat auf alles andere geschissen, hat gesagt, ich nehme das, was ich am besten kann und damit hole ich mir den. Und für mich hat er das geschafft. Niles hat das alles besser ausgeschmückt, alles besser gerappt, alles besser delivered, alles schöner verpackt. Aber Kato hat da getroffen, wo es wehtut, hat das geil verpackt, hat einen flawless Text geschrieben, hatte den drauf. Ist handwerklich, raptechnisch nicht so gut wie Niles, aber hat das hier meiner Meinung nach mit anderen Sachen mehr als ausgeglichen. Umfrage zur dritten Runde ist raus. Die erste würde ich einen Draw geben
Und selbst wenn man die dritte noch einen Draw gibt, ist die zweite so klar an Kato, dass das hier für mich als Judge eine eindeutige Sache wäre. Also ich glaube, wenn ich da stehen würde, ich würde sagen, ich bin froh, die erste und dritte nicht bewerten zu müssen, weil die zweite so klar war, dass das das Battle für mich entschieden hat. Also das war wirklich von beiden, aber insbesondere von Kato für mich sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt bin ich gespannt, was die Judges sagen. Fester Kreuzberg, macht mal Lärm für beide MC! So. Würdiges Titelmatch, muss man aber auch sagen. Kato hatte auch was gut zu machen, ne? Weil das Robsky-Titelmatch war scheiße. Aber das hier war ein Kracher, Alter. Und wer vorher gesagt hat, Kato ist nicht der verdiente Champ, weil das Titelmatch nicht so geil war, jetzt, wenn er es denn gewinnt, ist er es. Oh, die Jury, kommt mal bitte durch. Ja, eins nach dem anderen. Hey, übrigens eine Sache, ganz, ganz dritte Runde geht mit 67% an Kato. Die erste Runde ging laut Voting knapp an Niles. Die zweite klar an Kato und die dritte knapp an Kato. Und ich glaube, so kann man das auch stehen lassen. So, also würde ich behaupten, zwei Runden. Also für mich ist ein 2-1 Kato. Ich glaube, so würde ich es auch sagen, ja. Title Match. Es wird zum allerersten, letzten Mal dieser Gürtel vergeben. Der ist nämlich schon full. Gürtel full. Der letzte Name wird der letzte Name sein. Also wer immer diesen Gürtel gewinnt, darf ihn auch behalten. So, ich bin sehr, sehr gespannt auf die Jury. Kommt hoch, einer nach dem anderen. Traut euch. Jo, undankbar. Nein, ist nicht undankbar. Doch, also nochmal mit ein bisschen Überlegung, ist jetzt auch das letzte Statement, was ich mache. Ich würde sagen, erste knapp Niles, dritte knapp Kato, so hätte ich es wahrscheinlich gesagt, und zweite klar Kato. Sind wir uns da einig? Dankbar. Digga, war auf jeden Fall geiler als das letzte Title Match, oder? Lustigerweise ist das gesamte Battle auch so gelaufen, wie die einzelnen Runden gelaufen sind. Jede Runde hat ja Niles stark angefangen und dann ein bisschen nachgelassen, während es bei Kato umgekehrt war. Und auch über das Battle hinweg hat Niles meiner Meinung nach so ein bisschen Momentum verloren und Kato gewonnen. Das lief so parallel. Und wer am Ende die Nase vorne hat, ist dann halt der Gewinner. Puh, beide krank abgeliefert. Aber Riesenrespekt an beide. Nochmal, kann ich nicht oft genug sagen. Erste Runde fand ich bei dir etwas unstrukturierter als bei ihm. Dafür hattest du meiner Meinung nach mehr nice Bars, aber die Struktur hat irgendwie für mich dominiert, weil du hattest stabile Dinger drin. Erste Runde gebe ich an dich, Niles. Ich habe übrigens von ein paar Leuten gehört, wir sollten gleich noch Kommentare lesen. Ist das so? Zweite Runde fand ich, hast du sehr stark gestartet. Allerdings hat Kato meiner Meinung nach mit diesem Audio 88-Ding richtig, richtig gut was weggeholt. Und von daher muss ich es an der dritten Runde festmachen. Da seid ihr dann beide so auf Titeltalk gegangen, was auch definitiv sinnvoll ist. Wir sind im Title-Match. Ich muss es am Ende des Tages tatsächlich an den kleinen Unsicherheiten ausmachen, die Kato hatte und Niles war technisch nochmal überlegen. Okay. 1-0 Niles. Kann man so sehen auf dem Level? Ich sehe es anders, aber Karanova hat auf jeden Fall Expertise und ist ein guter Judge, wie übrigens alle Judges hier, ne? Und wir hatten das ja schon mal. Es gibt dieses Battle Mikesh gegen Bongtegi, das haben wir hier, glaube ich, sogar zweimal geguckt im Stream über die 4 Jahre, die wir das jetzt machen. Und auch da sehen viele Leute Bongtegi vorne, die Mehrheit der Leute. Und wir waren ja immer klar bei Mikesh. Vielleicht seid ihr auch hier, weil wir eine ähnliche Wahrnehmung haben und hört auch ein bisschen auf das, was ich sage. Und deshalb haben wir dann hier eine andere Meinung als Karanova. Ist völlig okay. Jo. Erste Runde sehe ich tatsächlich ganz ähnlich. Und bei dem Battle habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was ist mir wichtiger? Technik, Punches, Performance, Präsenz. Oder, wie ich fand, gerade gegen Ende des Battles, stärkere Punches und bessere Angles. Ich hätte Punches mir gewünscht, bei dass in deiner dritten Runde eine neue... Smerob übrigens, für die, die ihn nicht kennen, der Fotograf von Dirtily. Und der hat maximale Ahnung. Also der ist völlig zu Recht neben Magda. Also der ist so Magda-Level. Das ist einer, der selber keinen Battle-Rap macht, aber der definitiv die Expertise hat, Battles zu bewerten, 100%. Facette kommt. Du bist leider wieder auf die Zähne eingegangen und Dinge, mit denen ich leider gerechnet habe. Hättest du einen anderen Engel gewählt, hätte ich dir safe sofort den Sieg zugeschrieben. So Smerob hat echt Ahnung, Mann. Andersrum, wäre bei dir die Performance ein Tick besser gewesen, hätte ich dir sofort den Sieg gegeben, weil deine Engels, fand ich, wesentlich besser gewählt waren. Gerade. Aber ist das nicht, finde ich, auch schön? Das macht für mich auch Bongtegi-Battles immer so ein bisschen langweilig. Obwohl Bongtegi großartig ist, nochmal, ne? Auch wenn ich ihn nicht mag, ich kann dir nur Shoutouts geben.
wenn du zwei Leute mit unterschiedlichen Stärken hast, die ihre Stärken ausspielen. Also dieses Battle hat mir wirklich, ich habe lange nicht mehr in einem Stream so viel Spaß gehabt. Wir sind bei einer Stunde 40 in dieser Reaction gerade, weil es einfach maximal Bock gemacht hat. Sau cool. Gegen Ende hat für mich Hertha gepuncht. Es ist eine Geschmacksfrage. Erste Runde sehe ich wie Kara, war bei dir, du bist stärker reingekommen, war heftig. Zweite Runde, der Audio 88 Engel, da hast du mich abgeholt. Dritte Runde war verdammt schwer, deine Performance, also ich habe selten sowas live gesehen. Ich glaube, da kann dir auch kaum jemand das Wasser reichen. Vielleicht auch ein stabiler Punkt, dass auf YouTube die Performance wie in der dritten nicht so rüberkommt wie live. Vielleicht ist deshalb die dritte Runde hier für die Judges auch schwerer zu werten als hier vom Computer, weil das Feeling live ein anderes ist. Nio, du warst ja da, das kannst du vielleicht ja auch so bestätigen, dass da live die Stimmung anders ist, wenn du sowas auf der Bühne hörst. Aber der Engel war für mich auf Katos Seite am Ende dann doch entscheidend. Das ist eine reine Geschmackssache. Für mich dann 2-1 Kato. Was hattest du, Nio, nach dem Battle für ein Gefühl, wer es gewonnen hat? Schon auch da gewesen, korrekt? Sagt ihr mal? Jo. Habe ich nämlich bisher gar nicht drüber nachgedacht, dass das live vielleicht eine andere Kiste ist, weißt du? Dass man live vielleicht denkt, ey, na, jetzt hat die dritte geholt. Ich sehe es, was die erste Runde angeht, tatsächlich ein bisschen anders. Ich fand die relativ klar bei Kato. Die zweite Runde fand ich ziemlich knapp. Da war es sehr wichtig, dass du mit dieser Zeile geendet hast, weil sie sonst vielleicht versandet wäre. Die Zeile hat aber sehr geballert. In der zweiten Runde würde ich, glaube ich... Was war nochmal die Endline von Niles? Ein Draw geben. Und in der dritten... Alter, ich habe einen riesen Respekt für Mikesh, ne? Ganz miesen Respekt. Und ich würde auch niemals sagen, dass ich was über A Cappella Battle Rap besser weiß als er. Aber wie man die zweite an Niles geben kann, ist mir absolut schleierhaft. In der zweiten Runde würde ich, glaube ich, einen Draw geben. Und in der dritten Runde hast du halt dieses große Wasser-Scheme gemacht und hast sehr nice gerappt und so. Und schön, dass er sich nicht dem unterwirft, was Cynic als Scheme bezeichnet, sondern sein eigenes Ding macht. Aber ich war mir nicht ganz sicher, du fängst an, du sagst so, ich bin Poseidon und dann bist du der Captain und es ist für mich irgendwie nicht so richtig klar geworden, wo die Metapher münden soll. Wenn du so ein großes Bild malst wie Niles in der dritten und dann halt den als Judge hast, der das von allen Battle-Rappern, die es in Deutschland jemals gab, am besten kann, dann hast du auch eine schwierige Aufgabe beim Judging, ne? Habe ich eben nicht drüber nachgedacht. Aber Niles hat in der dritten Runde halt das gemacht, was natürlich besser gerappt, ne? Aber was Mikesh, wo Mikesh einfach die Nummer 1 ist in Deutschland. Und da hat Mikesh natürlich nochmal einen ganz anderen Ansatz dran. Ne? Das ist so wie, nicht, dass ich da der Beste bin in Deutschrap, aber ich glaube, im A Cappella Battle Rap würden wahrscheinlich wenige Leute, sagen wir mal, auf Beat ein Double Time so sauber spitten wie ich. Und wenn jetzt ich ein On-Beat Battle judgen würde und einer würde da Double Time rappen, dann hätte ich da wahrscheinlich einen anderen Blickwinkel drauf als Mikesh oder Taggy oder Jarambo. Wisst ihr, was ich meine? Wenn du einen Judge hast, der das noch besser kann, was du schon geil gemacht hast, hast du ein schweres Los. Und ich, sorry, ist so. Und ey, ich fand Kato... Allein diese, erst bist du Poseidon und dann bist du aber der Captain. Es war nicht ganz stringent, das stimmt schon. Ich bin kein Freund von Katos Delivery, aber ich fand sie heute echt ziemlich stark, ehrlich gesagt. Und ich finde, er hat sich ziemlich verbessert, was die Delivery angeht. Und ich sehe es relativ klar bei Kato. Ja. Also komisches Judging. Aus ganz anderen Gründen sieht er den gleichen vorne wie ich. Aber okay, spielt am Ende keine Rolle. Ja, ich bin auch so froh, dass ich nicht als Letztes muss, Alter. Keine Ahnung. Also erstmal nice. Und wenn Cynic das sagt, hat das Gewicht. Weil Cynic sagt, was er denkt. Wenn Cynic sagt, es war knapp, war es wirklich knapp. Judges sagen ja oft, es war knapp zu Battles, die nicht knapp sind. Aber wenn Cynic das sagt, meint er das auch so. Dann kannst du nicht vieles vorwerfen, aber nicht, dass er nicht sagt, was er denkt. Und Battle-Rap-Expertise natürlich, ne? Ist auf jeden Fall von beiden. Lass mich kurz überlegen. Also, erste Runde war, also kann ich Mikesh gar nicht nachvollziehen. Ist für mich, also deine erste Runde war...
Maul. Also deine erste Runde war Feuer. Deine erste Runde war auch geil, aber die Reactions und die Energie war krank auf jeden Fall. Erste Runde gebe ich an Niles, zweite Runde gebe ich an Kato, weil dieses Biting-Ding hat für mich schon stark getroffen auf jeden Fall. Und dieses ganze Zähne-Ding, diese Kauleisten-Ding war auf jeden Fall ein bisschen redundant auf jeden Fall. Das sollte man auf einer Runde belassen. Dann dritte Runde. Dachte ich mir da oben schon so, okay, krass, das wird schwierig und es wurde auch schwierig. Mainwave, bitte nicht spammen hier, sonst fliegen die Timeouts. Du hast ja wirklich performt und delivered wie ein Weltmeister und gerappt wie ein Weltmeister. Das Ding ist, ich bin ja ich, ne? Und und da ich selber nicht kann und für mich... Löschen tue ich dich auch nicht, wenn, dann würde ich dich für einen Chat-Timeouten. Guck einfach nur. Noch einmal für alle, wir werden hier irgendwie konstant mehr und der Chat ist immer aktiver. Ich erinnere mich noch an die OGs einmal. Wisst ihr noch, wie wir vor 2 Jahren hier mit 35 Leuten saßen und ich jede Chatnachricht vorlesen konnte? Ein, zwei Nachrichten off-topic sind okay, aber nicht 10 die Minute, bitte. Für mich, dass im Battle Rap auch nicht heutzutage nicht mehr so wichtig ist, habe ich mir gedacht, okay, das war krasse Delivery und dachte mir so, okay, der muss schon was bringen in der dritten Runde, was knallt. Für mich hat er gebracht, was knallt und deswegen geht das für mich ganz knapp 2-1 an Kato. Yeah! Mhm. Geht mit. Magda, Junge! Dreifache 69 in den Chat für the one and only Magdalena Kannengießer. Beste Frau auf der Welt, Digga. Love and peace from my bro Magda. Yo, ich hab bis eben überlegt, an wen ich es geben soll. Hört man mich? Ja, ne? Also ich kann nicht viel Neues mehr sagen. Ey, wer in meinem Chat ist und jetzt nicht an die Tasten geht und 69 hier reinballert für Magda, er ist kein wahrer Supporter. Runde würde ich auch an Niles geben. Fand ich krass, wie er reingekommen ist. Energie war da. Auch wie clean er war. Dann Props an euch beide. Ihr wart beide sehr textsicher. Ich fand es auch gut, dass ihr beide Freestyle-Konter gebracht habt. Ja. Gebracht habt. Karte auch öfters mal mittendrin, als deine Delivery gebrochen ist und du trotzdem nicht rausgekommen bist. Anfang deiner zweiten Runde fand ich sehr stark. Aber Ende deiner zweiten Runde mit dem Audio 88-Vorwurf fand ich sehr stark. Deswegen zweite Runde an Kato. Für mich macht es auch die dritte Runde aus. Und dann fand ich es von dir, Niles, halt ein bisschen zu wiederholungsmäßig, dass wieder Kauleisten kamen und so weiter. Und da fand ich dann Kato kreativer, indem er nochmal einen dritten Neuen einen Engel gebracht hat. Und das... Ich glaube, die Buhn, weil hat Mark das entschieden? Ich glaube, Mark hat es entschieden, ne? Es steht jetzt 4-1, glaube ich. Ich glaube, die Buhn nicht wegen Mark da, weil wer buht Mark da aus? Alle lieben Mark da. Ich glaube, die Buhn, weil jetzt feststeht, Kato hat gewonnen. Aber ich finde, Kato hat völlig verdient gewonnen. Also, wir hören das Judging natürlich noch fertig, aber trotzdem an dieser Stelle natürlich jetzt schon mal meine allerherzlichsten Glückwünsche. Bruder, hast du dir verdient? Großartig. Deswegen würde ich es dann knapp 2-1 an Kato geben. Ja. Kato bleibt Champion, Digga. Jojo. Ich glaube auch, ich könnte mir vorstellen, dass die Crowd nice vorne sah wegen der Performance in der dritten Runde, aber ich glaube, wenn man sich das auf YouTube anguckt, vielleicht sehen es dann viele auch nochmal anders, wie die, die hier auch im Chat sind, die live da waren. Das ist schon zu Recht an Kato gegangen für mich. Also man konnte das Battle nicht misjudgen, das spricht erstmal für das Battle, man konnte es nicht misjudgen. Aber Kato geht hier für mich auch definitiv als Gewinner raus. Erstmal krasses Title-Match auf jeden Fall, Respekt an beide. Das ist mein erstes Judging, deswegen, also ich weiß nicht, ich mache das jetzt hier nicht so, ja, erste Runde Kato oder erste Runde Niles, also für mich geht es so ums Gesamtpaket auf jeden Fall, wobei ich dich doch schon in der ersten Runde ein bisschen weiter vorne gesehen habe. Gut, dass Belial judged, wenn es schon entschieden ist. Ich glaube aber, Belial hat genug Respekt für die Nummer, um, wenn es nicht schon entschieden gewesen wäre, da auch anders ranzugehen. Ich glaube, der hat sich gedacht, okay, es steht 4-1, jetzt kann ich ein bisschen Larifari machen. Ne? So, deshalb würde ich das hier jetzt nicht als respektlos empfinden. Belial ist ein richtig cooler Typ, Alter, und der wäre da, glaube ich, mit der nötigen Seriosität rangegangen, wenn es jetzt 3-3 gestanden hätte und er wäre der Letzte gewesen. Deshalb alles entspannt. Trotzdem
fragwürdig, vielleicht jemanden, der noch nie gejudged hat, das Title-Match judgen zu lassen. Punkt. Er hat ja auch, glaube ich, erst 2 A Cappella-Matches gehabt, ne? Da war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch erst 1. Am Ende muss ich es einfach, ja, ich muss es mir auf jeden Fall noch mal im Pay-Per-View nach anschauen. Obwohl ich es live gesehen habe, so dumm es auch klingt. Aber am Ende des Tages geht es mir so auch dann darum, weil ihr beide sehr stark wart in euren 3 Runden. Wer hatte mehr Hunger? Ja, wer war textsicherer? Und wer hat mich halt persönlich mehr überzeugt? Und ich muss es dann tatsächlich an Nights geben. Ich habe absolut keine Ahnung von Judgings und so. Ich weiß nicht, ob so Freestyle-Konter dazu zählen, aber ich finde Niles. Komm mal, Niles. Nee, ist schon gut so, Bruder. Auch bei den Freestyle-Konters so krass überzeugt. Ich weiß auch selbst, aber selbst wenn ich es nicht mit in dieses Ergebnis. Deutsch sein Vater. Selbst wenn ich es nicht berücksichtigen würde, würde ich es trotzdem im Großen und Ganzen an Niles geben. Ja. Aber trotzdem Respekt an Niles. Yo, mein Vote ist nicht mehr allzu wichtig. Ich wollte erstmal sagen, vielen Dank, richtig geiles Title-Match, Alter, es war richtig Feuer drin. Yep. Ich habe es am Ende auch an Kato gegeben. Der Grund ist bei mir ein bisschen, in der 3. Runde, du hast dieses 3-dimensionale Bild aufgebaut. Es hatte für mich aber nicht wirklich eine Substanz, die dahinter gesteckt hat. Die haben ja, mehr die Punches und das, was ich gefeiert habe, waren mehr in Runde 1 und 2. Und in der 3. Runde, du hast bewiesen, dass du der bessere Performer bist. Du kannst besser kontern, besser performen, besser rappen. Besser kontern würde ich in diesem Battle vielleicht sogar sagen, ja, zumindest Jaw, aber insgesamt der bessere Konterrapper ist Kato. 100%, da gibt's gar nichts. Kato ist der beste Konterrapper in Deutschland. Wie gesagt, Kato, danach Davy Jones, dann lange nichts und dann kommen die anderen. Auf jeden Fall, diese Reime haben mich extrem abgeholt. Kato und Davy wahrscheinlich sogar auf einem Battle, würde ich sagen, auf einem Level. Also, aber am Ende ist die Frage, was man hier bewerten möchte. Und laut mir hat Kato es mehr geschafft zu zeigen, dass er im nächsten Jahr diesen Titel tragen sollte. Und deshalb habe ich es auch an Kato gegeben. 5-2, krass. Ich glaube, ein gutes Title-Match hat kein... Hat er verteidigt. Kato, Glückwunsch. ...einen klaren Sieger. Und ich glaube... Doch, das Battle hier hat einen Sieger, sag das ruhig so. Für anderen Judges hätte es genauso gut anders gelaufen können. Das bitten, ganz... Das finde ich... Ich liebe Jamie, aber das finde ich ein bisschen wack. Kato hat das gewonnen. Das war ein Titelmatch. Da geht es um den Gürtel. Kato hat das gewonnen. Dann stell dich hin und sag, Kato hat das Battle gewonnen. Und sag nicht, ja, mit anderen Judges hätte es vielleicht jemand anders gewinnen können. Sprich ihm noch nicht seine Leistung ab. Gerade ein Titelmatch mit 7 Judges, die alle vom Fach sind, hat einen klaren Sieger. Und der ist in diesem Fall Kato. Und ich finde, das kann man dann auch so sagen. Ich weiß nicht, ob Jamie Niles als Champ besser geschmeckt hätte, aber Kato ist nun mal der Champ und hat hier, meiner Meinung nach, ist er über sich hinausgewachsen, geil abgeliefert, nach Judges 5-2 gewonnen und damit hat er das Battle klar gewonnen. Und das sollte man so auch sagen. Ganz viel ich will Jamie nicht reinquatschen, was er da macht, ne? Aber ich finde, das hat Kato hat verdient, dass man ihm hier auch sagt, du hast gewonnen. Für die krasse Leistung von fucking Proving Grounds zum Title Match für fucking Niles. Aber zum zweiten Mal Title Match Gewinner. Zum ersten Mal sein Gürtel verteidigt. Er darf ihn auch behalten. Bekommt vielleicht nächstes Mal einen neuen. Macht Lärm für Kato! Ey, wollt ihr noch ein paar Worte sagen? Boah, nee, mach mal. Ja, also Leute, krass, Alter. Also, wie gesagt, also hätte auch genauso gut an dich gehen können. Also braucht man nicht so tun. Braucht man überhaupt nicht so tun, Alter. Respekt an Niles, so. Ich danke an allen, die mich unterstützt haben heute und auch die Zeit davor. Mein Bruder natürlich, Lennart, Alex, Bruder, ne, deine Unterstützung immer. Und für alle Unterstützer will ich mich bedanken und an alle, die geboot haben und an alle, die es haten. Gewöhnt euch dran! Ja, Mann, das ist die Attitude, Digga. Das ist die Attitude, Digga. Yo, geil. Also, das ist die Attitude, Digga. Dass es auf jeden Fall ein richtig krasses Battle wird. Ich wusste auch, dass... Nochmal. Und an alle, die geboot haben und an alle, die es haten. Gewöhnt euch dran! Ja, Mann. Genau so, Digga. Durchziehen, abliefern und anecken.
Der Mann hat's verstanden, Alter. Der Mann hat's verstanden. So, einen dicken Mittelfinger, Alter. Geil. Ah, Kato ist ein schöner Champion. Das freut mich. Das freut mich richtig. Yo, geil. Also, ich wusste, dass es auf jeden Fall ein richtig krass... Mach das als Alert. Guck mal, Mainwaves. Jemand, der so noch nie gesubbt hat oder irgendwas hier gemacht hat, außer Müll in Chat zu schreiben, sagt mir, was ich für Alerts machen soll. Die Alerts kommen bei dir doch eh nicht. Du machst doch gar nichts. Dass es Battle wird. Ich wusste auch, dass der Motherfucker hier auf jeden Fall nochmal fieser und krasser kommen wird, als das in den letzten Battles der Fall war. Ich glaube, es war ein würdiges Titelmatch und es hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Macht mal Lärm für Kato, was geht? Johnny Raptors habe ich eben schon beantwortet. Video kommt Mitte der Woche, damit wir nicht der Folge die Klicks klauen. Das ist leider nicht komplett klar geworden, aber ist alles in der Mache. Dienstag, Mittwoch ungefähr. Und mach nochmal einen Lärm für Nights, Alter. Ehrlich, Alter. Ja, Leute. Alles klar. Das war mal ein geiles December-Event, oder? Mach mal Lärm für euch. Ihr wart eine richtig geile Crowd. Eine der besten Crowds, die wir jemals hatten. Macht Lärm für alle MCs. Wir sind bald wieder da. Yo. Okay, was sagen denn die Kommentare? Ich habe Katos Dritte zum Großteil nicht verstanden, weil er so undeutlich rappt. Damit spielt Nice Angel halt voll in die Karten. Nice soll nicht öfter die Zähne Katos erwähnen, weil es redundant sein, aber Kato bringt in jeder Runde Lehrer-Lines, die nicht mal auf Nice bezogen sind, sondern nur darauf, wie ein Lehrer theoretisch. Ich kann die Entscheidung der Judges nur schwer nachvollziehen. Für mich geht der Sieg ganz klar an Nice. Die Judges haben mit Kritik an Nice nicht gespart, aber dafür bei Kato umso mehr. Kato hat während des gesamten Battles absolute Unsicherheit ausgestrahlt. Was? Klares Ding an Nights. Für mich ist es eine klare Fehlentscheidung. Für mich geht es an Nights. Als Nights würde ich mir etwas verarscht vorkommen. Nur die Reaction der Crowd beim Judging sagt wieder alles. Haben die alle den Arsch offen? Haben die alle den Arsch offen? Sind die alle behindert, Alter? Haben die das gleiche Battle gesehen wie wir gerade? Was ist das? Weiß nicht, Mann. Also vielleicht sind wir in unserer Bubble, haben wir auch irgendwie einen anderen Anspruch. Oder ich einen anderen Anspruch. Aber ich finde, das geht absolut klar. Herzlichen Glückwunsch an Kato, verdienter Champ. Mehr kann ich dazu nicht sagen, Mann. Wahnsinn. So, ich...